das mal raus, aber egal. Abstand halten. So. Ja, sieht doch nicht flüssig aus. Sieht aber vielleicht auch in der Menge. Jetzt. Jetzt ist es gut aus, oder? Ja. Gucken, ob der Ton passt. Ob der Ton passt. Nur mal ein bisschen lauter reden, dann geht das. Nö, das war schon okay. Gut. So, sind wir zu verstehen? Ich hoffe doch. Schreibt mal alle eine 1 rein, wenn wir zu verstehen sind, wenn wir zu sehen sind, wenn es nicht hängt, wenn alles passt. Boah. Einsen. Oh, ich sehe Einsen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, die restlichen Einsen werden jetzt automatisch von YouTube ausgeblendet. Alles gut, ihr könnt aufhören. Okay, perfekt. Na, dann kann es ja losgehen. Vorweg nochmal, ich wünsche natürlich allen, die jetzt hier schon zuschauen, frohe Weihnachten. Definitiv. Ne? Ich denke mal, das kommt von uns beiden. Ja. Ja, freut uns, dass so viele dabei sind. Das ist ja jetzt eine einmalige Sache hier wahrscheinlich. Zumindest auf YouTube, so ein Livestream. Ist was Besonderes, würde ich mal sagen. So, jetzt kommen schon ein paar Zweien rein. Aber das ist wahrscheinlich nur Trolling. Ja. Also wir sind sehr viele Zuschauer, das heißt, wir werden den Chat wirklich nur Nachrichten, die wir irgendwie auffassen, vorlesen vielleicht. Genau, mal. Also wir können ja auf keinen Fall auf alle Fragen antworten, das ist, denke ich mal, klar. Und ja, ich grüße euch alle, wir grüßen euch alle. Ich bin gespannt, wir haben eine ganze Menge hier euch zu zeigen heute. Mhm. Also wir zeigen nicht nur die Funde aus diesem Jahr, sondern auch schon ein bisschen ältere. Wir machen das ja jetzt schon eine Weile. Und ja, ansonsten kann man eigentlich mal Danke sagen für das Jahr. Also auch wenn die ganze... Der ganze andere Mist, sag ich mal, Corona-bedingt echt nicht gut war dieses Jahr. Was YouTube anbelangt, das lief ganz gut. Ja, also können wir uns einfach nur bei allen bedanken, auf jeden Fall. Und schlechte Qualität kommt da rein, das ist natürlich nicht so gut. Aber ich hoffe, dass das funktioniert jetzt trotzdem. Okay, ja. Naja, egal. Es sollte schon funktionieren, denke ich mal. Das sieht aber tatsächlich nicht schlecht aus. So. Nee, das sieht okay aus. Genau, so, womit fangen wir denn an, ist jetzt die Frage. Ja, ich würde sagen, also erstmal hier, ich habe hier eine wunderschöne Weihnachtsbimmel. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber ist auf jeden Fall ein sehr weihnachtlicher Fund. Der kommt sogar noch in dem Video. Den habe ich noch gar nicht gezeigt. Das dürft ihr also noch gar nicht wissen hier. Ja, ganz exklusive Spoiler-Inhalte. Und na gut. Ansonsten können wir eigentlich mal anfangen so langsam. Ich gehe jetzt hinter die Kamera, oder? Genau, der Nils geht hinter die Kamera. Und dann werden wir doch mal gucken, was wir hier so fabrizieren. Ich weiß ja noch gar nicht, womit wir anfangen. Also, kann ja erstmal so ein bisschen hier oberflächlich rumzeigen. Wir sehen natürlich hier in der Hälfte haben wir ein paar Münzen. Das sind alles nicht allzu besondere Münzen. Es sind auch alte Münzen dabei, aber ich habe schon ziemlich lange vorher Münzen gesammelt. Also es sind auch einfach ausländische Geldmünzen. Und ja, dann haben wir hier die ganzen Knöpfe. Das sieht man ja auch. So. Sind sämtliche Knöpfe, hier sind teilweise auch keine Knöpfe mit drin, manchmal hat sich daraus eingeschummelt. Ist natürlich auch jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir hier natürlich auch die Schnallen, also wir zeigen es jetzt erstmal ein bisschen oberflächlich, die tollsten Funde, die kommen natürlich noch. Das sind wie gesagt alles erstmal so die oberflächlichen Sachen. Und ja, dann haben wir hier natürlich Patronenhülsen, manche die auf Instagram schon abonniert haben, bei Gebrüder Lange, die wissen, dass ich davon letztens relativ viele gefunden habe. Und ja, die nehme ich natürlich immer alle mit. Ich bin eher so der Sammler. Verkauft haben wir übrigens noch nie was. Werden wir auch nicht machen. Das darf man teilweise auch nicht, weil die Funde, die man macht, die gehören einem nicht selbst. Man ist zwar dann vorübergehend der Besitzer, aber auf keinen Fall der Eigentümer. Also genau, das sind so die rechtlichen Sachen. Da müsst ihr euch auch erkundigen, bevor ihr mit dem Metalldetektor loszieht. Die könnt ihr einfach in den Wald gehen. Das geht natürlich nicht. Und immer alles rechtlich absichern. So viel dazu. Aber jetzt werden wir erstmal so ein paar Funde zeigen. Okay, dann fangen wir doch mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben eine kleine Patronenhülse. Fokussiert er? Ja, ne? Ich denke mal, eine Patronenhülse werden alle kennen. Einige schreiben rein, unscharf, unscharf, unscharf. Unscharf. Ja, aber eher wegen der Qualität, was ist los? Schau mal rein. Läuft super, liegt an euch, schreibt einer. Okay, naja gut, bei manchen ist dann natürlich auch relativ schlechtes Internet vielleicht. Egal, das ist auf jeden Fall eine 9mm Patronenhülse hier. Die ist auch aus dem Zweiten Weltkrieg, könnte von einer... Maschinenpistole sein, weiß ich jetzt nicht, ich glaube aber schon. So, dann gibt es natürlich auch etwas größere Patronenhülsen, sag ich mal, ne? Oh ja. Der Unterschied ist schon mal deutlich. So, das jetzt könnte BMG sein, Browning Machine Gun, obwohl es vielleicht ein bisschen zu klein, was steht hier drauf? 1943, Kaliber, glaube ich, 3, 30 mm, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall
Obwohl, die 30 mm kann nicht sein. Die ist auf jeden Fall kleiner. Ist auf jeden Fall eine Patronenhülse und man sieht deutlich den Größenunterschied. Also die gibt es ja, in allen Größen. Dann gibt es natürlich auch noch diese. Das müsste aber BMG sein hier, glaube ich. Ja, was steht hier? Wahrscheinlich auch 43. Ja, steht, ist die gleiche Unterseite. Und ja, schon ein bisschen größer, sag ich mal. Ne? So, ich würde kurz unterbrechen. Da kam eine Spende rein. Steven Leon Hunius fragt, geile Videos. Welchen Detektor könnt ihr für Anfänger empfehlen? Am besten, wenn ich euch Anfängerdetektoren empfehlen soll, dann schreibt uns mal auf Instagram. Da kann ich euch ein bisschen beraten. Es kommt immer darauf an, wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Ich sag mal, gute Einsteigerdetektoren kann man ab 200 Euro bekommen. Alles, was so, was wesentlich günstiger ist von Amazon oder so, diese ganzen Billiggeräte, lasst da die Finger weg. Da habt ihr keine richtige Leitwertanzeige, die Empfindlichkeit ist nicht gut. Das macht alles nichts. Also am besten mal auf Instagram schreiben. Wenn du kein Instagram hast, dann empfehle ich dir einfach mündlich ein. Und zwar für Anfänger ist der Noctua Simplex Plus sehr gut. Wie gesagt, ich kann ja auch einen Link schicken. Du kannst es auch per E-Mail schreiben. Instagram ist einfacher. Aber ja, der Noctua Simplex Plus, der ist relativ neu und Preis-Leistungs-Verhältnis ist bombastisch bei dem. Der ist sogar wasserdicht bis 3 Meter und das kriegst du für 300 Euro einfach sonst nirgends so. Da kannst du eigentlich 1000 Euro Detektoren verkaufen. Also ich hoffe, er hat deine Frage ein bisschen beantwortet. Aber ja, ansonsten würde ich natürlich, er hat ja gefragt für Anfänger. Ja, genau. Also mindestens 200 Euro solltest du schon ausgeben dafür. So, dann hat hier noch jemand was gespendet. Johannes Travel TV, Dankeschön. Ist auf jeden Fall sehr nett. Freut mich. Und ja, jetzt machen wir aber mal weiter hier. Wir hatten jetzt diese Patronenhülsen hier bereits. So. Okay. Ziemlich großes Kaliber. Hier ist die, das Geschoss hin. Ja, können 2 cm sein, denke ich mal. Ich stelle die mal hier so hin. So. Und dann gibt es natürlich auch noch etwas größere. So, was haben wir hier? Das ist von der sowjetischen Bordkanone. Und die müsste auch so 43, 44 gemacht worden sein. Die Zahl steht immer hier hinten drin. Wir sehen, hier wurde sie abgeschlagen. Dort ist ein, ein Loch in der Mitte. Wenn die jetzt noch scharf wäre, dann wäre das hier komplett flach. So, also eine Patrone funktioniert so, beziehungsweise, ja, eine Patrone funktioniert so, dass hier hinten was gegenstößt ganz doll. Dann wird hier drin die Ladung aktiviert, es explodiert und hier vorne kommt das Geschoss raus. Und das ist das, was übrig bleibt. So, deswegen, also die sind alle leer. Da ist höchstens nur noch ein bisschen Sand drin, weil ich die noch nicht ganz so gut sauber gemacht habe. Aber nehmt auf keinen Fall scharfe Sachen mit nach Hause. Das ist sehr gefährlich. Gerade diese Dinger hier sind tödlich. Ich sag wirklich tödlich. Die können den Arm, sag ich mal, ne? Ich will es nicht ausführen, aber macht das nicht. Also keine scharfen Sachen, auch wenn ihr so eine hier findet und die sind scharf, auf keinen Fall mit nach Hause nehmen. Also da immer den Kampfmittelräumdienst rufen. Und die beseitigen das dann. Auch nicht irgendwie selber zur Polizei bringen. Macht das nicht. Das ist verboten. So, davon haben wir hier noch mehr von den Hülsen der sowjetischen Bordkanone. Das müsste Kaliber 2 oder 2,3 cm sein, beziehungsweise 23 mm. Man sagt das ja immer in Millimeter. Und ja, genau. So viel dazu. Ist natürlich schon ganz schön groß, ne? Wir gucken mal ganz kurz hier in Chat. Okay, sieht gut aus. Auf jeden Fall gibt es natürlich noch größere. Zum Beispiel die hier, das ist jetzt keine klassische Patronenhülse, sondern eine Hülse bzw. eine Kartusche von einer Haubitze. Ganz witzig, ich habe einen Instagram-Post mit der gemacht und habe aus Versehen Geldhaubitze geschrieben. Das ist natürlich eine Feldhaubitze so und die gibt es in mehreren Größen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die ist, die gibt es auch in 10,5, also in 105 mm. Oder ja, das wird, ich denke mal, so 50 mm sein oder so. Aber die Dinger waren schon ordentlich. Also ist schon ein ordentliches Kaliber. Ist auch total verrostet. Ich mache da nicht so viel dran. Könnte man natürlich mit Oxalsäure behandeln. Ganz kurz zum Thema Funde sauber machen. Bei Aluminium und bei Eisen kann man das ganz gut mit Oxalsäure machen. Aber macht das jetzt nicht irgendwie im geschlossenen Raum oder so. Sondern das Pulver kann man kaufen. Und dann kann man das einlegen über eine Zeit lang und der Rost wird abgeätzt. Ja, so ist es. Also das Pulver muss man mit Wasser mischen und ja, man kann das auch noch ein bisschen beschleunigen. Ein bisschen Chemie hier, RGT-Regel und so. Mhm. Genau, wenn man das Wasser erhitzt, kann man das beschleunigen. Das Problem ist, die giftigen Dämpfe, die von der Oxalsäure dann aufsteigen, das ist nicht gerade gesund. Also da kann man Lungenblutung und so bekommen. Deswegen immer vorsichtig sein mit so Sachen. Generell mit Chemie an Bodenfunden bin ich nicht so der Fan von. Ich lasse die teilweise lieber ein bisschen ungereinigt da und mache dafür die Oberfläche nicht kaputt, weil die Patina ist an Bodenfunden immer eigentlich ziemlich wichtig. So. Genau, okay, dann haben wir jetzt hier so ein paar, ne, große Patronenhülsen. So, dann gibt es aber auch noch sowas hier. Ja,
Ich stelle die mal hier hin, damit man den großen Unterschied, den Größenunterschied gut sieht. Ist natürlich jetzt ein anderes Kaliber, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist natürlich ein anderes Kaliber, ist auch eine andere Funktion, und zwar sind die von der FLAG. So, was ist eine FLAG? Eine FLAG ist eine Flugabwehrkanone. So, es gibt auch Flugabwehrgeschütze, das ist FLAG mit G hinten, ist schwer auszusprechen, also hört sich genau gleich an. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall eine FLAG. So, eine FLAG-Hülse. Ist natürlich nichts mehr drin. Das wäre nämlich sehr blöd. Dann nimmt man den auch nicht mit nach Hause. Dann sucht man sofort den Kampfmittelräumdienst, weil wenn die Dinger hier explodieren, dann ist erstmal im Umkreis von, sag ich mal, 10, 15 Metern erstmal alles, ne? Alles dicht. Bescheid. So, auf jeden Fall, die ist schön aus Messing, wie man sehen kann. Deswegen ist sie auch nicht so verrostet wie zum Beispiel diese gute hier. Und die sind relativ selten aus Messing, sag ich mal. Das war auch, also das war ein Signal, sag ich euch. Wir können gleich nochmal zum Thema Leitwerte was erklären, weil ich ja immer sage, ja, wir haben hier so und so ein Signal und die meisten wissen gar nicht so richtig, was der Leitwert ist. Und das können wir auf jeden Fall gleich mal machen. Jedenfalls, die hatte den höchsten Leitwert, den es gibt. Also mit dem Detektor, mit dem ich die gefunden habe, war ein 40er, der Detektor geht bis 40. Und mit allen anderen Detektoren wäre das ein 100er Leitwert, also volle Programm. Hier unten, das war ein Eisen, das ist ein bisschen weggerostet. Man würde bei der jetzt sehen, dass die genauso wie die hier unten abgeschlagen ist. Die funktioniert nicht anders als die anderen. Da stößt was Dolles gegen. Dann ist hier richtig viel Sprengstoff drin. Und ich weiß nicht, wie lang die war. Ich schätze mal, die war auch so lang wie die andere, die wir gleich noch zeigen werden. Aber ich denke mal, dass Soldaten die tatsächlich als Feuerschale benutzt haben. Deswegen ist die, also es kann auch sein, dass die, was ich nicht hoffe, dass die seitlich explodiert ist. Kann auch mal passieren bei einer Fehlkonstruktion. Aber ich denke eher, dass die im Nachhinein so ein bisschen aufgemacht wurde, dass man hier schön Feuer drin machen kann. Also quasi eine Art Feuerschale. Ist kalt gewesen in den Kriegstagen. Und ja, deswegen könnte ich mir das vorstellen jedenfalls. Okay, dann haben wir die Hülse. Ist schon ein ordentliches Kaliber, ne? Mhm. Und jetzt, ja, wenn ihr die Videos alle verfolgt habt, dann wisst ihr, dass wir, ja gut, ihr habt das Thumbnail gesehen, ich hatte die ja schon mal in der Hand. Übrigens, ich bin nicht traurig auf dem Thumbnail, wie es einer geschrieben hatte, sondern die Hülse ist so schwer, deswegen war ich ein bisschen angestrengt. Nee, Spaß beiseite, die ist, ja, die ist ordentlich groß. Wir können ja mal ganz kurz, so. Oh. Okay, die ist ja tatsächlich schwerer. Die aus Messing, die sind echt noch ein bisschen schwerer. Und ich würde ganz gerne mal gucken, ob die unten, ich krieg's nicht hin, die ist so schwer. Soll ich dir irgendwie helfen? Nee, nee. Ob die unten gleich groß sind. Siehst du das von da? Ja, aber die ist schmaler, also vom Durchmesser. Ja. Okay, es könnte sein, dass diese Hülse hier von der FLAG 88 ist, also 88 mm. Und dass die hier, eigentlich dachte ich, das ist eine 105 mm. Also 105 mm ist dann quasi hier oben der Radius. Ihr seht, das rostet ein bisschen. Ja, jedenfalls, das sind beides FLAG-Patronenhülsen und die wurden dazu benutzt, Flugzeuge abzuschießen. Das Ding ist, sie mussten damals nicht die Flugzeuge direkt treffen. Da geht es gleich nochmal zur Gefahr los. Und zwar, die Dinger sind, ah ja, übrigens, Dankeschön für 1000 Zuschauer an der Stelle mal. Da geht direkt mein Laptop aus hier vor Panik. Jedenfalls, sie mussten damit nicht die Flugzeuge direkt treffen, sondern es hat gereicht, wenn diese Ladung hier in den Himmel geschossen wurde. Und die waren so eingestellt, dass sie ab einer bestimmten Höhe explodieren. Ich glaube, da ist ein Zeitzünder drin. Und also ein Zeitzünder vom Starten bis oben in die Luft. Und es hat gereicht, wenn ein Flugzeug in der Nähe war. Also das Ding ist in der Luft explodiert und alle Flugzeuge im Radius von, sag ich mal, 50 Meter oder vielleicht auch weniger, die kriegen halt Splitter ab und dadurch einen Schaden, wenn da irgendwas an den Rotoren kaputt ist, dann ja, Absturz. So, auf jeden Fall, das sind diese Dinger. Krasse Funde, ich habe damals echt überlegt, ob ich die überhaupt mitnehme. Das Ding ist, die sind quasi nur noch Schrott. So, da ist nichts mehr drin, da ist alles leer, da ist nur noch ein bisschen Rost drin. Und wenn da irgendwas drin sein sollte, lasst es nicht mitnehmen. Und wenn da vor allem noch das Geschoss drin ist oder wenn ihr das Geschoss findet, auf keinen Fall mitnehmen. Also das ist wirklich, ja, wie sagt man, lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich. Es ist einfach so. Und es ist vor allem verboten. So, also zu eurem Schutz keine scharfen Gegenstände mitnehmen. Lasst es einfach. Es bringt nichts. Jedenfalls, das sind Hülsen. Das ist quasi nur noch Altmetall. Aber trotzdem eigentlich ganz coole Funde, wie ich finde. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr sowas spannend findet. Ob ihr das spannend findet, was ich so dazu erzählt habe. Ich hoffe es einfach mal. Achso, hier haben wir natürlich noch ein paar mehr Patronenhülsen. Die sind alle ja, abgefeuert. Und das sind alles Übungsmunition gewesen teilweise. Hier amerikanische Übungsmunition. Hier, das sind Ladestreifen übrigens. Hier, kann man mal zeigen. So, und diese, ich weiß jetzt nicht, ob die dafür passen. Ja, doch. So, Ladestreifen sind dazu da, dass da vier Patronen
Hosen so drauf standen. Ich werde jetzt nicht alle draufstellen, aber hier so. Und dann konnten die halt nachgeladen werden, damit man nicht jede Patrone einzeln reinladen muss, sondern so mit dem Ladestreifen halt. So. Nur um euch das nochmal zu veranschaulichen. Genau. So, was haben wir denn hier im Chat? So, das mit den Grüßen, das machen wir am Ende des Livestreams nochmal. Einfach dranbleiben. Hier kommen auch noch ein paar spannende Sachen und dann können wir nachher nochmal grüßen. Also braucht ihr jetzt nicht reinschreiben. Was ihr gerne reinschreiben könnt, es langt. Das ist übrigens hier unser Merchandise. Das müsste auf den YouTube-Videos eigentlich darunter immer erscheinen. Also das könnt ihr über YouTube einfach kaufen und würde uns natürlich supporten. Freut mich. Und wenn ich irgendwann mal einen treffe mit einem Es langt-Shirt oder Hoodie, dann Ehre. Also das wäre wirklich ziemlich cool. Jedenfalls, ja. Hier noch einmal, ob man den Noctis Simplex empfehlen kann. Am besten, ihr schreibt uns mal auf Instagram. Wir heißen da Gebrüder Lange auf Instagram. Ich beantworte jede Nachricht. Also ich bin wirklich jeden Tag, ich hatte am letzten Dienstag, als ich das erste Mal erwähnt hatte, hatte ich 10,5 Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy, weil ich erstens alle Kommentare beantwortet habe und dann alle Instagram-Nachrichten beantwortet habe. Es freut mich natürlich auch, wenn mir so viele schreiben oder uns. Gebrüder Lange Magnetfischen könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Wir haben 2 Kanäle. Und ja, wie gesagt, ich antworte allen und es würde mich einfach freuen, wenn wir da noch ein paar mehr Follower erreichen würden auf Instagram. Aber dazu später mehr. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir... Also wir können eigentlich noch beim Zweiten Weltkrieg bleiben, glaube ich. Wenn wir schon thematisch da jetzt sind, oder? Ja, ich würde noch mal kurz sagen, kleine Spende von Flips. Ja. Frohe Weihnachten natürlich auch an alle im kompletten Chat. Ja, danke schön. Also ist wirklich sehr ehrenwert von euch, wenn ihr hier was spendet. Es unterstützt uns natürlich. Ich meine, ihr wisst selbst, das Hobby ist nicht gerade günstig. Aber also ihr müsst es nicht machen. Es ist auf keinen Fall ein Muss. Und ja, frohe Weihnachten an alle. Heute ist ja der 25. Also offiziell heute erst Weihnachten. Ja, danke schön und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Aber das ist ja auf keinen Fall eine Abmoderation, denn es geht direkt weiter. So, was wollen wir denn gucken? Also wir haben hier, du kannst ja mal vorsichtig reinfilmen. Ich habe hier so eine kleine, sag ich mal, Weltkriegskiste. Ja? Ich habe vorhin mit Tape versucht, alle Symbole aus der Zeit abzukleben. Es könnte sein, dass da jetzt welche noch nicht abgeklebt sind. Das dürfen wir auf keinen Fall zeigen, weil sonst wird der Stream auf jeden Fall offline genommen. An der Stelle nochmal, falls hier irgendein Symbol auftaucht, das ist kein politischer Zweck, sondern der geschichtliche. Paragraph 86 und 86a Strafgesetzbuch, für alle, die es interessieren. Und genau, theoretisch dürfen wir solche Symbole auch zeigen unter dem geschichtlichen Vorwand. Aber wie gesagt, wir wollen da nur mal sicher gehen, deswegen haben wir das meiste abgeklebt. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal hiermit an. Das ist ein Fund aus 2018, glaube ich. Den habe ich noch mit meinem zweiten Metalldetektor gemacht. Wir sehen, ich habe hier dieses S abgeklebt, was man von der SS kennt. Aber es ist nur ein S. Und das heißt Deutsches Jungvolk. Ist ein Koppelschloss. Das heißt, es wurde hier so am Gürtel getragen. Hier war eine Schnalle drin. Beziehungsweise hier ist so ein Dorn drin, so eine Art. Dann geht der Gürtel hier ran und hier wird er festgemacht. Und ja, ist halt ein Koppelschloss. So, Koppelschlösser findet man eigentlich relativ selten. Ja, ich wusste erst gar nicht, was das ist. Das S kenne ich natürlich, das kennen wahrscheinlich die meisten. Aber es ist, wie gesagt, Deutsches Jungvolk und nicht zu verwechseln mit der Waffen-SS. Und da, ich sehe gerade, da kommt wieder eine neue Spinne rein. Ihr seid einfach die Besten, macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Liebe Grüße aus Hessen. Dominik Schulz, Dankeschön. Liebe Grüße zurück. Frohe Weihnachten dir und deiner Familie. Alles Gute und Gesundheit. Und ja, was kommt hier noch rein? Rockin' Robin. Ey, 349 ist ein Döner, oder? Ja. Geil, danke dir. Das werden wir auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall schön von essen gehen. Nee, dankeschön dir auch natürlich, frohe Feiertage. Und das ist wirklich sehr nett von euch. Ja, okay. Deutsches Jungvolk, Koppelschloss. So, wenn wir bei Koppelschlössern bleiben, da habt ihr doch wahrscheinlich alle, die jetzt drin sind, das Video gesehen, wo wir das alte Auto ausgebuddelt haben, den Oldtimer. Da hatten jetzt ja auch fleißig mitgeholfen, da haben wir 4 Tage lang dran gebuddelt und da kamen natürlich auch ein paar Beifunde, sag ich mal. Ne? Da hatten wir einen Stahlhelm, einen sowjetischen war das übrigens. Ich hatte ja damals, es war mein erster Stahlhelm, deswegen habe ich nicht erkannt, dass der nicht von der Wehrmacht ist. Eigentlich total offensichtlich, weil Wehrmacht-Stahlhelme sind aus und komplett anders. Jedenfalls ein sowjetischer Stahlhelm und den hat der Besitzer bekommen, beziehungsweise der Eigentümer des Grundstücks. Und der hat da selber so ein bisschen Sachen aufgestellt und sei ihm gegönnt. Also ganz klar, bei mir würde der halt auch nur rumliegen. Wäre natürlich cool gewesen, aber also er hat ja komplettes Anrecht so auf die Funde. Deswegen alles gut. Und deswegen habe ich hier auch keinen Stahlhelm. Sowas habe ich tatsächlich auch erst einmal gefunden in diesem Loch. Jedenfalls in diesem Loch lagen auch noch andere Sachen. Zum Beispiel dieses Koppelschloss hier. So, wir haben hier das Koppelschloss an sich. Ihr habt es ja gerade gesehen. Es ist wieder so eine Gürtelschnalle. Hier unten, das Ding meinte ich übrigens, was hier fehlt.
ist aus Eisen, deswegen rostet das meistens weg. Und hier ist mir dabei die Koppelschlossauflage abgegangen, schon beim Ausbuddeln. So, was hier drauf steht oder stand, ist Gott mit uns. Das haben wir theoretisch auch noch auf einer anderen Koppelschlossauflage. Hier, da habe ich es auch abgeklebt. Hier, das wäre auch so eine Koppelschlossauflage. Da steht auch drauf Gott mit uns. Das Symbol habe ich, wie gesagt, weggemacht. Und das ist aber der Unterschied. Und zwar, wir sehen, hier ist ein Adler drauf. Und hier war eine Krone drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier war eine Krone drauf. Das heißt, die müsste aus dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Und das finde ich auch wieder sehr interessant, wenn... Also da ist ein Stahlhelm von den Sowjeten aus dem Zweiten Weltkrieg drauf, drin in dem Loch. Und Sachen aus dem Ersten Weltkrieg. Und also ich bin echt verwirrt, was da alles drin war in dem Loch. Jedenfalls sehe ich hier gerade, hier kommen wieder neue Spenden von X-Fire-Player-One. Dankeschön. Grüße, Gesundheit. Alles gilt natürlich auch für euch. Also dich und deine Familie. Und... Mike, auch mit 5 Euro mit den besten Grüßen aus dem Harz und lasst es euch gut gehen. Gleichfalls, Grüße gehen zurück und ich hoffe, da schneit's, oder? Mal gucken. Also bei uns hat es ja vorhin auch ein bisschen geschneit. Ja, also Dankeschön und frohe Weihnachten auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, Erster Weltkrieg wahrscheinlich mit der Krone. Wenn wir schon bei der Krone sind, da kann ich auch direkt noch mal gucken, ob ich einen Knopf aus dem Ersten Weltkrieg finde, weil da sind auch diese Kronen drauf. Dann kann ich euch das besser zeigen. So. Dann muss ich mal ganz kurz hier unter den Tisch, weil das sind auf keinen Fall alle Funde, die hier sind. Die zeigen wir euch natürlich auch alle hier, denn wir haben hier noch mehr. Und das hat alles nicht auf den Tisch gepasst. Das ist, wie gesagt, hier nur ein Wäscheständer. Und wenn wir da noch mehr drauf gepackt hätten, wäre das wahrscheinlich alles eingebrochen hier. Ich sitze auch auf einer Kühltour. ja, genau, okay. Wo ist das Koppelschloss? Hier. So, wir sehen, dort ist die Krone. Das ist die Krone aus dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, Kaiser Wilhelm, weiß ich nicht. Und oha. Mr. Happy Station. 10 Euro, danke für eure super Arbeit. Ey, das ist so viel Geld, ohne Scheiß. Danke dir, das ist krass. Ich freu mich, dass du unsere Arbeit appreciates, sag ich mal. Und es freut uns, wie gesagt. Und es ist natürlich auch immer ein Antrieb, wenn das viele Leute gucken und wenn es vielen Leuten gefällt. Und ja, das freut uns einfach. Also, Knopf, Erster Weltkrieg. Davon habe ich schon mehrere gefunden. Falls ihr euch erinnert an dem Video mit der Handgranate, da hatte ich auch ein Loch. Da war wahrscheinlich eine Jacke, die dort verrottet ist. Sag ich natürlich auch nochmal. So, machen wir weiter mit den Funden hier aus dem Zweiten Weltkrieg erstmal. So, was haben wir hier? Das ist ein Kreuz, ein Mutterkreuz. Und ich habe, wie gesagt, das Symbol wieder abgeklebt. Die gibt es an verschiedenen Klassen. Je nachdem, wie viele Kinder eine arische Mutter gezeugt hat. Genau. Je nachdem wurde dieses Kreuz verliehen. Ich glaube, ab 10 Kindern oder so gab es dann das goldene Mutterkreuz. Ich glaube, das war hier das bronzene, vielleicht auch das silberne, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir hier hinten auch, ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man das? Vielleicht mache ich nochmal Licht von der Seite. Oh, ich sehe gerade 28, 1 Euro, danke dir. Das ist. Ich kann hier auch nicht dran machen. Achso, nee, ich mache mal hier von der Seite, ist glaube ich besser. Ja, auf jeden Fall danke dir. Das unterstützt uns und freut uns natürlich. Danke. So, wir haben hier 16. Dezember 1938 und da ist NS und das ist nichts Geringeres als die Unterschrift von Adolf Hitler. Das ist natürlich nicht, also er hat natürlich nicht selbst drauf unterschrieben, es ist natürlich nur ein Abbild von der Unterschrift, aber ist ziemlich krass, finde ich. Und ja, egal. Ein Mutterkreuz, ich glaube, wie gesagt, Bronze, weiß nicht, 3 Kinder oder so. Ja, auch ein cooler Fund, wie ich finde. Nicht, weil er aus der Zeit ist oder weil ich die Zeit so geil fand, sondern einfach, weil es sehr geschichtsträchtig ist und man einfach so die Geschichte dahinter in Erfahrung bringen kann. Das ist ja bei vielen Funden immer schwer. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Schnalle hier finde, da werde ich nicht mehr rausfinden, wie ist die da hingekommen, aus welcher Zeit ist die genau. Und bei so einem Funden lässt sich das halt relativ gut rekonstruieren und das freut mich einfach immer, weil die Geschichte dahinter ist einfach... Viele schreiben unscharf. Ja, egal. Unscharf? Es leckt unscharf. Leck. Schauen wir nochmal rein. Ja, warte. Ja, ist jetzt nicht zu ändern. Bei mir ist normal. Okay, ja, wir müssen weitermachen. Ich hoffe, ihr hört es wenigstens, weil es geht hier auch viel um den Ton und was ich erzähle. Und. Soll ich Internet schnell switchen? Ist scharf. Nee, nicht switchen. Wenn wir das Internet wechseln, dann bricht der Stream wahrscheinlich ab. Das wollen wir nicht. Jedenfalls, wir machen weiter, würde ich mal sagen.
Audio ist perfekt, das ist die Hauptsache, dass die Audio perfekt ist, weil das, was ich hier erzähle, ist, glaube ich, das Wichtige. Und, aber die Funde zeigen wir uns natürlich auch. Und wenn wir dicht genug rangehen, dann sollte das auch funktionieren. So, also, Koppelschlossauflagen hatten wir. Genau. Dann haben wir hier mal so ein Abzeichen. Das ist auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Und was man vielleicht ganz leicht erkennt, ich mach mal so, ist eine Lutherrose da drauf. Martin Luther. Ich weiß nicht genau die Geschichte dahinter, aber der hatte ein paar Ansichten gehabt, die die Nationalsozialisten dann, sag ich mal, genutzt haben und weiterverwendet haben. Jedenfalls erstmal danke an Hendrik. Hendrik für 5 Euro. Viel Glück und Gesundheit. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Und zurück zur Lutherrose. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wo die... Ah, doch, weiß wo. Wir machen mal hier ganz, ganz still und heimlich die goldene Kiste auf. Soll ich reinfilmen mal, oder? Ja, ich film mal ein bisschen rein. Aber nur ganz kurz. Und wieder zu. Oh. Man hat wahrscheinlich gar nichts gesehen, wenn es unscharf ist. Aber jedenfalls, ich habe ja auf diesem Spielplatz, viele von euch werden es gesehen haben, diese Münze hier gefunden. Einige haben auch geschrieben, es ist fake. Ich konnte selber nicht glauben, dass sowas hier auf dem Spielplatz liegt. Der einzige Grund, den ich mir selber erklären kann, ist, dass ein Kind von seinen Eltern diese Münze geklaut hat. Eigentlich sind das Sammelmünzen, ja? Die sind vergoldet und die packt man nicht aus. Die bleiben in dieser Verpackung drin, die sind meistens so in großen Zertifikaten drin. Und die werden nicht ausgepackt. So, ich kann mir nur vorstellen, das Kind hat das weggenommen, hat das ausgepackt und hat das Teil dann auf dem Spielplatz vergraben. Weil verloren, ich weiß nicht, sowas kann man nicht verlieren. Ganz ehrlich, das ist so eine Riesenmünze. Jedenfalls ist hier auch eine Lutherrose drauf. Witziger Zufall, oder? Ist natürlich eine Gedenkmünze hier, 500 Jahre Martin Luther. Und ja, da haben wir so Parallelen von Zweiter Weltkrieg. Martin Luther hier, Gedenkmünze. Und für alle Freaks da draußen, diese Rose müsste um 15 Grad gedreht sein. Ja, wie gesagt, ich kenne jemanden, der mit Luther verwandt ist und habe dem das gleich geschickt und der hat mir gesagt, oh, die Lutherrose, die ist aber nicht richtig. Die müsste noch 15 Grad gedreht sein. Ja, okay. Nichts passiert. Ja. Machen wir die mal zurück in die geheime Kiste. Da kommen wir später zu der Geheimkiste. So. Ja, wir haben natürlich noch diverse andere Abzeichen. Ich nehme einfach mal ein paar in die Hand hier, damit das nicht zu lange wird. Und zwar, ja, sowas hier. Okay, es müsste alles abgeklebt sein. Das sind, das hier nicht, das ist nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind Zweiter Weltkriegsabzeichen. Einmal eine HJ-Raute, Hitlerjugend. Ich ist abgeklebt, zum Glück. Dann hier haben wir Kohle, warte, was steht da? Kohleverband, Deutscher Kohleverband, auch aus der Zeit. Und hier haben wir Reichsarbeitsdienst. Der Reichsarbeitsdienst, die waren immer so mit Schaufeln unterwegs. Und wie gesagt, das, ich weiß nicht, was haben die gemacht? Ich glaube, die waren für Bauprojekte zuständig. Jedenfalls gibt es ganz viele Bilder von denen, wie die mit Spaten unterwegs sind. Und ich glaube, die haben auch die ganzen Schützengräben gebuddelt und so in den Einsatz. Ich bin mir aber jetzt auch nicht so, allzu sicher. Jedenfalls, so. Ist da noch was allzu Spannendes hier in der Kriegskiste? Wenn nicht, dann können wir mal gucken, was hier noch so drin ist. Füll mal rein. Sollte eigentlich alles, was nicht gezeigt werden kann, hier wegen den Symbolen. Na, da ist noch ein bisschen... Okay, also wir haben ja natürlich noch mehr Abzeichen gefunden. Das findet man ziemlich häufig. Viele sind auch Beifunde. Und wir suchen nicht immer gezielt nach irgendwelchen Kriegssachen, sowas nicht. Ja. Dann ganz witzig, was das hier noch ist, ist ein Rasierer. Das wäre theoretisch so. Ein Wehrmachtsrasierer. Und ja, ist auch eigentlich ein ganz cooler Fund, wie ich finde. So. Und hier so ein Panzeranstecker müsste von der Sowjetunion sein, wenn ich mich nicht täusche. Auch ein ziemlich cooler Fund. Viele Funde davon haben wir auch gar nicht gefilmt. Teilweise noch vor unserer YouTube-Zeit sind die gefunden worden oder einfach mal, wenn man ohne Kamera unterwegs ist. An der Stelle nochmal, ich gehe öfter mal ohne Kamera raus. Und wenn dem so ist, dann mache ich zumindest Fotos davon, von den Funden. Und die lade ich dann auf Instagram hoch. Also wenn ihr keine unserer Funde verpassen wollt, dann guckt auf Instagram vorbei. Und ja, da sind eigentlich ein paar ganz coole Funde. Ich habe auch in letzter Zeit sehr viel hochgeladen. Bestimmt mindestens jeden zweiten Tag irgendein Bild. Und wir haben vor nicht allzu langer Zeit haben wir auch eine Flak-Patrone gefunden, die hier quasi drin war. Da, das Geschoss. Und ja, Riesenteil, muss ich den Kfz-Räumdienst rufen, der kam, ist angerückt und ja, die haben sich drum gekümmert. Die haben das nicht vor Ort gesprengt, die konnten das wohl mitnehmen und ja, also bei so einem Funden immer direkt, also nicht auf keinen Fall irgendwie weiter buddeln oder versuchen, das in die Hand zu nehmen oder irgendwas. Allein, dass ich ein Foto gemacht habe da noch, ist eigentlich schon ziemlich riskant und dumm und würde ich auf jeden Fall keinen empfehlen und ja, naja, egal, ich habe ein Foto gemacht, ist auf Instagram und
Ja, dann seht ihr mal, wie sowas aussieht. Man erkennt es halt meistens auch nicht so auf den ersten Blick. Sollte man sich aber, wenn man vorher, man sollte sich vorher erkundigen, ob man eventuell auf Kampfmittel stoßen kann und wie die aussehen, weil es gibt auch viele unscheinbare Kampfmittel, wie zum Beispiel Stabbrandbomben. So, die sind sehr länglich und haben einen Achtkant. Und wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, dann erkennt man die auch nicht vorher, so eine Stabbrandbomben. Aber die sind halt, wie gesagt, auch sehr gefährlich und ja. Eine sehr witzige Frage, muss ich kurz vorlesen. Ja. Hast du Haarausfall? Nein. Ich habe mir den Kopf angefangen zu rasieren im März. Ich glaube, weil die Friseure zu waren und ich hatte einen Sidecut und also das selbst zu schneiden, das geht nicht. Und da habe ich glaube, Breaking Bad geguckt und da hat Jesse Pinkman gerade auch seinen Kopf rasiert und dann habe ich das kurzerhand auch gemacht. Und fürs Tauchen ist es besonders praktisch, weil ich ja so eine Haube auf habe und ich hatte ein bisschen längere Haare und die Haare, wenn die hier aus der Haube rausgucken, dann läuft da Wasser rein und das ist verdammt kalt. Und das ist halt die perfekte Tauchfrisur und ich glaube, wenn man einmal so wenig Aufwand hat, dann will man das auch nicht mehr vermissen, weil ich brauche keinen Friseur mehr. Spart man sich vielleicht alle 2 Monate 20 Euro. Und für Sparen, da bin ich auf jeden Fall der Typ für. So, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier noch was zeigen müssen. Vielleicht das hier, sowas hier ist eigentlich noch ganz cool. Das sind Schmuckfunde, die haben jetzt nichts mit dem Krieg zu tun. Sieht ganz cool aus, das ist ein roter Stein, falls man das irgendwie sehen kann, wenn es nicht zu unscharf ist. Ihr könnt ja mal eine 1 in den Chat schreiben, wenn ihr das jetzt hier erkennen könnt, dass das ein roter Stein ist und dass es sich um Schmuck handelt. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Wieso? Was ist los? Na, alle schreiben eins. Sieht gut Alle aus. schreiben 1? Okay, perfekt. Das freut mich sehr und das ist eigentlich erstaunlich wenig verzögert, der Chat. Ja, das Echt ist ganz gut. ziemlich gut. Okay. Ich habe tatsächlich noch keine zwei gesehen jetzt. Sieht echt Ja, gut gleich aus. kommen die 4. Ja, ich sehe schon. Alles klar. Egal. So, was haben wir hier noch? Ach ja, wir haben hier übrigens noch einen Kopfschloss. Das ist auch von der Wehrmacht. Und es gibt. Warte, wo ist das andere? Es gibt hier welche aus Kupfer. Oder Messing, ich weiß nicht, was das ist. Und es gibt welche aus Metall. Aus Metall, ist alles Metall, sonst würde ich es nicht finden. Und welche aus Eisen, so. Und die aus Eisen, die sind halt dementsprechend auch sehr verrostet und hinüber. Genau, aber da kann dann, wie gesagt, ein bisschen was mit Oxalsäure machen. Aber ich frage uns da am besten nochmal persönlich. Dann gebe ich euch da vielleicht ein paar Tipps, weil man sollte da ein bisschen vorsichtiger mit sein. Genau, so, was haben wir hier noch? Das hier könnte eine Art Zigaretten-Etui sein. Ich denke mal schon, dass es eins ist. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit. Auf jeden Fall steht hier drauf M.Zell. So, ist es was relativ Persönliches. War wohl auch versilbert, wie man sieht. Eigentlich auch ein ganz cooler Fund. Und ja, Zigaretten, Etuis, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist ein ganz cooler Fund. Also nicht, dass ich das selber irgendwie benutzen würde oder so. Genau, dann kannst du ja hier nochmal reinfilmen. Die ganzen Münzen, die wir. Ups, ist da gerade eine rausgehüpft? Nee. Okay, das aus. So, das sind alles. Also, das ist so meine Münzbox. Wenn die Münzen, sag ich mal, aussehen wie diese hier. Oder wie diese hier. Ja. Oder wie diese hier. Oder Reichspfennige, ja. Weiß nicht. Also, alles. Dann mache ich die da in die Box rein. Und da kann man dann auch nichts mehr sauber machen. Viele fragen ja, ich sehe gerade. Upsala. Große Spende. Oha, super Funde. Macht weiter so. Grüße von den M-Wounders. Wounders? MV. MV. Ja, wow, Ja, nass. egal. Grüße und Dankeschön. Grüße nach MacPom. Freut uns. Danke für die Spende. Sie wird sinnvoll angelegt. Sagen wir mal. So. Okay. Wo waren wir? Wir waren bei den Münzen. Hier sind natürlich alle Münzen dabei. So. Und wenn ihr so eine Reichspfennige habt, ja, da kann man nicht mehr viel dran sauber machen. Ich werde auch oft gefragt, wie ich diese Funde so sauber kriege. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich so einen Fund hier habe, den kann man nicht mehr sauber machen. Dann blende ich ein Bild über, was ihr aus dem Internet habt. So sauber kriegt man die nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. So, die sind nämlich aus Zink und Zink hat die blöde Eigenschaft, so auszusehen. Also, ja, wenn es eine Zeit lang im Boden lag. Manchmal hat man Glück, findet ein bisschen bessere noch von der Oberfläche her, aber ist eher selten. So, Kupfermünzen sehen immer besser aus. Wir beantworten Instagram-Fragen nach dem Stream. Ja, genau, auf jeden Fall. Wir sollen das jetzt auch machen. So. Ja. Also, ihr könnt uns gerne jetzt auf Instagram schreiben. Ich setze mich dann nachher 3 Stunden hin und beantworte alles. Das ist gar kein Problem. Okay. Ja. Das ist übrigens eine Graphitspitze hier, ne? Die habe ich nur zusätzlich gefunden in diesem Loch, wo ich auch die Handgranate gefunden habe. Also, in dem Video, wo ich die Handgranate gefunden habe. Es war natürlich nicht das Loch. Ja. Ist nicht metallisch. Habe ich trotzdem gefunden. Ist wahrscheinlich eine Graphitspitze. Und da kam dann auch dieses hier, so ein Engel.
Und hier so ein Fläschchen. Ich bin ja wirklich mittlerweile Flaschensammler. Ich habe die jetzt nicht hier, weil wenn wir jetzt auch noch die Flaschen alle zeigen würden, dann würde das hier den Rahmen sprengen. Das ist ein Flakon, also für Parfüm. Und ich finde das so, ich weiß auch nicht, ich bin echt ein Glassammler geworden. Ich meine, so eine Flaschen sind doch übelst cool. So mit so einem Stöpsel auch noch. Mhm. Das ist einfach super tolle Deko und ich freue mich da einfach. 5 Euro von CH Schroe. Vielen Dank. Danke dir. Frohe Weihnachten auch an dich natürlich. Und geh ich dir drüben. Genau. So, wir sind noch nicht ganz fertig mit den Kriegsfunden. Und zwar haben wir hier, ich kann ja mal hier die Hülsen ein bisschen beiseite stellen. Wir haben hier natürlich noch ein paar mehr. Oh, hier kommen natürlich neue. Luca, 1 Euro, vielen Dank. Unser Owl vom Duolingo. 1,09 Euro, Dankeschön. Cooler Name. Hab doch bitte diese schwere Namen. Ja. Jedenfalls, wir haben hier Kriegsverdienstkreuz, ja. Diese beiden. Eins dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen. Das Video kommt. Ja, weiß ich noch nicht, wann das Video kommt, können wir nachher mal eine Abstimmung machen. Kommt auf jeden Fall die Tage, sag ich mal. Also nicht zu viel spoilern hier, aber ich werde was Gutes finden. Ich glaube, du hast ein Bildschirm vielleicht. Nein, ich habe alles. Ich bin ganz knapp davor. Okay, egal. Ja, auf jeden Fall hier 2 Kriegsverdienstkreuze. Dieses hier ist das erste, was ich gefunden hatte. 1939 steht da drauf. Und hier hinten, ich habe das wieder abgeklebt, aber die Schwerter waren so verbogen. Deswegen denke ich mal, irgendein alliierten Soldaten wird die Schwerter so umgebogen haben, um das Kreuz da drauf zu verdecken. So. Also das nennt sich dann Entnazifizierung so ein bisschen. Es gab auch viele Koppischlösser, wo das so abgefeilt wurde, das Kreuz. Und ja, er hat halt, wie gesagt, die Schwerter umgebogen. Und das ist aber ein Fund natürlich von den Deutschen. Das heißt, wenn jemand die denken, die wollen alle, dass es da hinten geöffnet wird. Das sieht aus wie so eine Pflanzen hier, so ein Anbau-Dings, schreiben ganz viele rein. Weißt du, was ich meine? Nee, da sind nur Kleidung drin. Ich muss euch leider täuschen. Es haben so viele gerade reingeschrieben, auch eins in Chat, wenn es nicht geöffnet werden soll. Naja, okay. Auf jeden Fall, die gab es in verschiedenen Klassen. Und die gab es auch ohne Schwerter, so. Die wurden an Zivilisten und Soldaten vergeben. Und wie gesagt, 1939 wurden die gestiftet. Und ja, mit Schwertern deutet darauf hin, dass die in einer Kampfhandlung... Ey, du grinst da die ganze Zeit. Die wurden verliehen, weil dieser Soldat irgendeine besondere Handlung vollbracht hat unter feindlichem Waffenbeschuss. So, deswegen hat er dieses Ding hier bekommen. Ist wie gesagt eine Auszeichnung, davon habe ich jetzt 2. Beide 1939 sind die Schwerter nicht umgebogen, dafür ist Material ein bisschen doller beschädigt. Und ja, hier hinten die Kreuze habe ich verdeckt, natürlich. Und okay, haben wir das. Und jetzt hörst du auf zu grinsen. Ja, ja, ist ja gut. Okay, dann haben wir hier noch einen Adler. Oh. Wie gesagt, hier unten, Kreuz ist wieder verdeckt, von der Luftwaffe. Und zwar, das war auf der Mütze drauf, hier so vorne. Deswegen ist das auch so gebogen. Und ja, ist, glaube ich, einer der ersten wirklichen Weltkriegsfunde, die ich gemacht habe. Schön chronologisch, wie wir das hier machen, ne? Richtig durcheinander, aber naja, was soll's. Okay, so. Und dann haben wir hier, das ist einer unserer besten Funde, würde ich mal behaupten. Es sieht so ähnlich aus, ihr seht schon, es sieht so ähnlich aus wie so ein Kriegsverdienstkreuz. Nur das Material auf jeden Fall besser, das sieht man. Also, da ist jetzt auch kein Kreuz oder so drauf. Grund ist, dass es nicht von den Deutschen ist, sondern es ist ein Croix de Guerre. Gut, dass ich Französisch hatte in der Schule. Wir sehen auch 2 Schwerter. Und ja, jetzt muss man nochmal überlegen. Ich glaube, es ist von der französischen Armee. Oder von der belgischen. Ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall auch für eine Kampfhandlung verliehen. Und also die Oberfläche ist 1A. So. Besser geht's nicht. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr die Symbole da drauf seht, aber ja, ist ein cooler Fund, habe ich mich sehr gefreut. Und ja, Video dazu hieß, glaube ich, irgendwas auf der Weltkriegswiese, Schatzsuche auf der Weltkriegswiese oder sowas. Ja, okay. Gut, ich glaube, damit sind wir tatsächlich durch mit den Weltkriegsfunden. Und nein, sind wir nicht. Wir haben natürlich hier auch noch eine Gasmaske. Ihr habt ja gesehen, so, hier sieht man sie. Und dachte so, hä, liegt hier eine Gasmaske drin? Und also die kam ja raus und die sah Unterbrechung, ja, Alter, Spende. 15 Euro, sehr doch verrückt. Freunde. Also Dankeschön, aber das ist doch unverhältnismäßig, krass. Soll ich vorlesen? Ja, lies mal vor. Grüße aus Thüringen, bin immer neidisch, dass ihr das so öffentlich machen könnt. NFG in ja. Arbeit. Meine Söhne feiern euch mittlerweile auch
Auch und lieben deinen Spielplatz-Videos. Ey, schöne Tage. Das freut mich. Wir machen gleich weiter. NFG, Nachforschgenehmigung, für die, die es jetzt nicht auf Anhieb wussten, die braucht man natürlich zum Sondeln. Und ich glaube, überall außer in Bayern braucht man die mittlerweile. Und recherchiert auf jeden Fall, bevor ihr loszieht. Also auf Spielplätzen braucht ihr keine. Deswegen, ihr könnt da einfach so losziehen. Aber sobald ihr nach alten Dingen suchen wollt, jetzt nicht am Strand oder so, dann braucht ihr eine NFG und da schaut ihr am besten mal auf der Seite eures jeweiligen Landesamts für Denkmalpflege, Denkmalschutz, Landesamt für Denkmalschutz nach. Und da sollte man eigentlich rausfinden, wie ihr die Genehmigung für euer Bundesland bekommt, weil das ist nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Und ohne Genehmigung läuft in Deutschland, was das angeht, nicht viel. Aber wie gesagt, nur nach modernen Sachen, auf Spielplätzen oder so, da braucht man keine. Genau. Aber es dauert auch seine Zeit. Also rechnet nicht damit, dass ihr da einen Antrag hinstellt und dann kriegt ihr direkt eine Genehmigung. Also bei mir hat es 2 Jahre gedauert. So. Weitere also. Spende von Sebi. Sehr hohe Spende. 21,99 €. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sebi, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Du bist auch schon sehr lange dabei, hast auch viele Kommentare gemacht. Dankeschön für deine Unterstützung. Das ist der Vorteil, wenn man alle Kommentare beantwortet, dass man natürlich auch immer weiß, wer jetzt hinter dem Namen steckt. Und danke dir. Und ja, freut mich, wenn du weiter dran bleibst. Und ja, gut, machen wir weiter. Wir waren bei der Gasmaske, die ich beim Tauchen gefunden hatte. Und ich dachte, wie gesagt, die sah so aus, als wäre die noch nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Mhm. Die war aber so im Schlamm, dass sie konserviert war. Und dann, also wenn man die im Wald findet oder so, dann kommt die natürlich nicht mehr so aus dem Boden. Wir haben ja in dem Loch, wo das Auto drin war, haben wir auch ganz viele von diesen Gasmaskenfiltern gefunden. Übrigens, wenn ihr sowas findet, Vorsicht, da ist erst Asbest drin. Ich habe das auch in einem extra Behälter. Jetzt haben wir es hier rausgemacht. Das ist jetzt nicht das Problem, wenn man es hier nur kurz draußen hat. Aber vorsichtig, wie gesagt, Asbest drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Wasser ist, ob das vielleicht schon irgendwie neutralisiert ist da, aber ja. Ich habe die auch so lange, ich wollte die eigentlich weghauen. Ich dachte, ja gut, ist halt eine Gasmaske so, weil ich, ja. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Adler hier gefunden. Ich decke das Zeichen mal wieder ab und... Ich muss dich wieder unterbrechen. Last Gamer, 5 Euro und Olli Ö, also erstmal Last Gamer, vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Ui. Olli Ö, Nachricht, 10 Euro. Kleine Unterstützung von mir, macht weiter so. Super Arbeit, Jungs, schöne Grüße. Ölein-Detektors. Okay, Dankeschön. Oh, und ich sehe es schon am Bild. Die nächste Spende ist von Northern Light. Ja, danke schön. Northern Light ist auch immer dabei gewesen. Die hat ziemlich viel unsere Videos gesuchtet in letzter Zeit. Ja. Ich glaube, du hast Manuel Mandel noch vergessen. Ihr seid derzeit meine Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Zurück zu Northern Lights. Danke, dass du dir die Videos anguckst. Freut mich, dass es dir so gefällt. Ja. Und ja, danke, danke, danke an alle. Wirklich sehr, sehr nett. Sehr geiler Support. Wir sind da wirklich sehr dankbar. Und das ist überhaupt kein Muss, hier irgendwas zu spenden. Wir machen das hier auf keinen Fall fürs Geld so. Wir haben damit angefangen, nicht... Dennis Engel, Freude. 20 Euro von Dennis Engel. Wir kommen hier gar nicht mehr zum Thema. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ey, wirklich, vielen, vielen Dank. Dankeschön, frohe Weihnachten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ja, ich glaube, mit der Maske sind wir durch, oder? Ja. Ich kann die jetzt auch nicht aufsetzen oder so. Aber hast du eigentlich schon mal welche in letzter Zeit gesehen, die damit Busse... Ich habe einen schon mal gesehen gehabt, ja. Ich hoffe echt, die haben die Film nicht mehr dran, weil das ist echt sehr... Das ist schwierig. Einfach... So. Unglaublich. Okay. Puh. Ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. Also, wir atmen jetzt mal entspannt durch, genau. Wasser. Sehr gut. Okay. Dann sind wir, glaube ich, so langsam mit den Weltkriegsfunden zumindest durch. Mir wird wahrscheinlich wieder irgendwas auffallen, was noch fehlt, was wir noch nicht gesehen haben. Also wir können ja auch nicht alles zeigen, so, weil es so viel, dann würde ja der Stream hier 5 Stunden gehen. Und dafür nehmen wir uns irgendwann anders mal die Zeit. Upsala, da ist jetzt das Dings abgegangen. Oh. Okay, wir haben hier Gewichte. Gewichte sind cool. Ich finde Gewichte cool. So, das sind meistens Handelsgewichte. So, manche werden die kennen. Die gibt es natürlich, die gibt es schon lange. Die gibt es wahrscheinlich sogar immer noch. Manche werden damit vielleicht auch immer noch was wiegen. Wir sehen hier dreimal 50 Gramm Gewichte. Hier einmal 5 Gramm Gewichte. Super Signal, kann ich nur sagen. Ach ja, genau. Wir können gleich nochmal was zu den Leitwerten erklären. So, okay, machen wir mal so. Wir haben einen Metalldetektor. Und gute Metalldetektoren zeigen Leitwerte an. Da solltet ihr auch immer achten, wenn ihr euch einen kauft. So, Metalldetektoren zeigen Leitwerte an und der Leitwert ist der reziproke. Also, der Leitwert ist der reziproke Wert des elektrischen Widerstandes. Das heißt, wenn ein Metall eine gute Leitfähigkeit hat, ja, dann hat er einen niedrigen Widerstand. Die Leitfähigkeit ist hoch und der Widerstand ist gering. Die Elektronen kommen quasi gut durch. So. Genau. So. Und der Leitwert ist jetzt der Wert, wenn der Widerstand besonders
gering ist. Das heißt, wenn ein Metall besonders gut leitet, ist der Leitwert auch gut. Ist logisch, oder? Also ein Metall, was gut leitet, hat einen guten Leitwert. So, daher der Wert. So, jedenfalls Kupfer, die ganzen Kabel und so, die haben meistens Kupfer drin. Und Kupfer leitet sehr gut. Und das hier müsste auch Kupfer sein, deswegen haben die auch einen guten Leitwert. Okay? Und der Detektor erkennt das. Der Detektor, glaube ich, da verändert sich das Magnetfeld. Und je nachdem, wie gut oder wie das Material ist, desto doller ist der Ausschlag. Und deswegen erkennt der Detektor auch verschiedene Leitwerte. Jedenfalls, ich sage ja immer, ja, hier, wir haben jetzt ein 89er-Signal oder ein 80er-Signal. Und das ist natürlich ein guter Leitwert. 80 von 100 ist relativ hoch. Und es gibt natürlich auch 100 von 100. Ich sage mal Aluminium, zum Beispiel wie dieser Deckel hier. So einen Deckel haben wir auch in dem Spielplatzvideo gefunden. So einen Stadlich-Faching-Deckel. Und die sind aus Aluminium. Aluminium hat einen sehr guten Leitwert. Kupfer hat einen sehr guten Leitwert. Gold hat einen nicht ganz so guten Leitwert. Das ist immer ein bisschen tricky, wenn man am Strand sucht. Du hast ja selbst gesehen, als wir in Thailand waren. Wenn man so Abziehlaschen oder so findet, dann haben die natürlich einen ganz guten Leitwert, haben jetzt nicht den höchsten Leitwert. Auch wenn sie aus Aluminium sind, sind halt relativ klein. So, und Goldringe haben einen ähnlichen Leitwert wie diese Abziehlaschen. Deswegen muss man diese Abziehlaschen auch echt fast immer graben. So, kommt kein Weg dran vorbei. Jedenfalls kann man sagen, so unter 50, also Leitwerte unter 50, es sind halt irgendwelche Alufolien oder so, das ist natürlich auch Metall, oder Eisen. Eisen ist meistens so 0 oder teilweise kommt auf den Detektor an, sogar im Minusbereich. Und hat halt auch einen schlechten Leitwert. Verrostetes Eisen hat einen schlechten Leitwert. So. Deswegen kann man mit dem Metalldetektor vorher ganz gut sagen, okay, das ist jetzt ein gutes Signal, das ist ein schlechtes Signal. Und je nachdem, wie hoch der Leitwert ist, deswegen kann man halt auf den Material, auf das Material und auf den Fund. Genau. Silber hat übrigens auch einen sehr hohen Leitwert. Silber, Aluminium, Kupfer, Gold ein bisschen weniger und Messing hat einen hohen Leitwert, einen relativ hohen. Deswegen die ganzen Münzen, die haben alle einen hohen Leitwert und da muss man halt hohe Signale graben und das ist ganz gut. Okay. Ich würde sagen, komm mal wieder zu geilen Funden, oder? Sollte man nicht die konstanten Leitwerte graben? Ja, natürlich. Also es gibt natürlich auch Signale, die, sag ich mal, 90er haben. Beim nächsten Schwenken haben sie einen 50er, einen 60er. Das sind zwar relativ gute Leitwerte gewesen, aber die haben genau keinen konstanten Leitwert. Und das sind halt wirklich die besten Signale, so wenn die Leitwerte konstant sind. Genau, da hast du recht. Ja. Luca Matava, vielen Dank für deine 2 Euro. In welchem Forum seid ihr immer unterwegs? Forum, keine Ahnung. Also wir sind nicht in Online-Foren unterwegs, wenn du Fundbestimmungsforen meinst. Wir haben da mittlerweile relativ viele Bekanntschaften und auch Verbindung zu Archäologen, wenn es um wirklich alte Sachen geht, dass wir die dann vorlegen können und dann wird uns quasi dahingehend geholfen bei der Fundbestimmung. Deswegen müssen wir da nicht in irgendwelchen Foren sein. Ja, ansonsten, ich habe gar nicht die Zeit, irgendwie auch noch in Foren irgendwas reinzuschreiben, weil ich halt, wie gesagt, die ganzen Kommentare beantworte und die Instagram-Nachrichten. Aber ja, genau, wir haben halt anderweitig Hilfe und das ist auch ganz gut so. Und so muss das auch sein. Welcher Leitwert war der höchste? Der höchste Leitwert, den ich je hatte, war diese Hülse hier. Ich kann es ja nochmal zeigen für welche, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Das war wirklich, glaube ich, der höchste Leitwert, den ich hatte. Es war eine 100 von 100, beziehungsweise eine 40 von 40. Eine 10 von 10, nein. Also, ja, das war wirklich, das war der höchste Leitwert. Das ist, glaube ich, aus Messing und ist halt so massiv. Ganz krass. Jedenfalls, okay. Ich glaube, ich räume mal hier so ein bisschen was aus dem Weg und dann können wir eigentlich mal von den alten Funden ganz kurz überschwenken zu modernen Funden. So, und dann kommen wir zu den Münzen. Die Münzen machen wir am Ende, also die älteren Münzen. So. Ja, der Otter, vielen Dank für 1 Euro. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Und schöne Weihnachten. genau, du kannst ja mal gucken, ob du ein paar Fragen findest auf Anhieb, die man easy beantworten kann. Ja. Okay, ansonsten ich räume das hier mal ein bisschen weg und dann gucken wir doch mal, welche Kiste wir jetzt nehmen. Ach, ich kann aber hier kurz gucken, dann bleiben wir doch noch ein bisschen bei alten Sachen. Mir springt eine Frage ins Auge, leben deine Füße noch mit den Crocs, die du trägst? Die sind natürlich heute dabei, haben wir noch gar nicht gezeigt. Na, selbstverständlich habe ich die immer an. Man sieht auch noch, die sind noch gut dreckig von der letzten Tour und ja, meine Füße leben noch. Jetzt verrate ich meinen Trick, pass auf, jetzt wird der Trick geleakt. Boah. Also. Ich bearbeite die Videos im Nachhinein so, dass es so aussieht, als würde ich Crocs tragen. Nein, natürlich nicht. Also, nee. Ich habe immer Crocs an, aber habe darunter 2 Paar Socken, also im Winter, und noch Neoprensocken drüber. Die ich beim Tauchen im Sommer benutze, die kriegen dann irgendwann Löcher und dann benutze ich die einfach so in Crocs. Dann haben sie zwar ein Loch, aber meine Füße sind wohlig warm, glaubt mir. Und mein Arzt sagt auch, mit Crocs rumzulaufen ist eigentlich relativ dicht am Barfußlaufen und daher auch ziemlich gesund. So.
Da kommt die Frage, was war der teuerste Fund? Dazu kommen wir bestimmt auch, oder? Nee, ich kann es ja sagen. Also der teuerste Fund müsste ein iPhone 11 Pro sein. Ist ja, halt einfach so. Stimmt. Das haben wir jetzt zweimal gefunden, beziehungsweise dreimal. Ich habe zwei iPhone 11 Pro und ein iPhone 11 gefunden. Waren natürlich alles Auftragssuchen. Also sowas mal nebenbei zu finden, ist relativ unwahrscheinlich. Und die waren, wie gesagt, Auftragssuchen, habt ihr ja gesehen, haben wir auch den Besitzern zurückgegeben. Und das müssten eigentlich die teuersten Funde gewesen sein. So, also das Hobby, jetzt nochmal ganz kurz, genau, viele fragen so, verkaufst du deine Funde? Nein, wir verkaufen gar nichts, sonst können wir das ja auch nicht machen hier. Wir verkaufen keinen einzigen Pfund und das sollte man bei dem Hobby auch nicht machen. Bei dem Hobby sollte es nicht um Geld gehen. Auch wenn viele Videos auf YouTube natürlich so suggerieren, ja, hier Geld verdienen mit Metalldetektor und so, ist natürlich überspitzt. Und wenn ich auf Spielplätze gehe, klar, dann geht es ein bisschen ums Kleingeld, dann kann man sich ein bisschen Geld zusammensuchen, ist alles kein Ding. Aber sobald ich einen Goldring finde oder so und Dinge, die über 10 Euro wert sind, müssen sowieso zum Pfundbüro. Also sie müsst ihr abgeben, sonst ist es Pfundunterschlagung laut dem Pfundgesetz. Und ich würde auch nicht einen Goldring nehmen, einen Ehering und damit zum Pfundbüro gehen und zum Juwelier gehen und den verscherbeln für 100 Euro oder 120 oder 150. Weil das ist ein Ring von jemandem, der den schon, weiß ich, 20 Jahre am Finger trägt. Da ist so ein sentimentaler Wert dran. Und das ist einfach zu schade, sowas zu verscherben. Deswegen, verkaufen nichts. Und es sollte bei dem Hobby nicht ums Geld gehen. Und ihr braucht auch gar nicht so viel fragen, was jetzt hier das wert ist, was hier so eine Münze wert ist. Weil es geht um den geschichtlichen Wert bei den ganzen Sachen. Ja, nicht um die finanziellen Aspekte, sage ich mal. So, ja, ich habe jetzt hier eine Münze, die verscherbe ich für 20 Euro. Nein, also ganz ehrlich, ich würde nie irgendeine alte Münze verkaufen. Selbst wenn ich die schon fünfmal habe, ich würde sie nicht verkaufen. Das macht man halt nicht. So. Und ja, was sollte man dazu noch sagen? Genau, so, deswegen, ich weiß auch gar nicht so, was die Sachen wert sind. Und ich kümmere mich da auch nicht so drum, was sie wert sind. Und ich werde auch nicht anfangen, jetzt bei alten Sachen immer den Wert einzublenden. Das tut mir leid. Ich weiß, dass es viele interessiert, dass sie es einfach spannend findet, so wie viel ist es wert. Aber es soll halt auch nicht den Anschein erwecken, als ginge es uns bei dem Hobby hier ums Geld, dass wir irgendwelche Funde finden wollen, um die zu verkaufen. Ich weiß, da gehen halt auch relativ viele einfach mal so los und gerade die Zweiten Weltkriegssachen, die sind relativ teuer. Die kann man auch für viel Geld verkaufen, aber ich finde es einfach, nee, ich finde es nicht gut. Also ist nicht unser Ding, deswegen. Ja. Okay. Gut. Jetzt wollten wir hier nochmal, also wir sind ja hier nochmal ganz kurz beim Zweiten Weltkrieg tatsächlich. Hier haben wir zwei Löwen, sieht erst aus wie eine Schnalle. Ich habe auch erst gar nicht gewusst, was ist. Aber es ist vom Gehänge eines Dolches bei der Kriegsmarine. Das war wahrscheinlich auch vergoldet. Und ja, ist Zufall, dass ich das rausgefunden habe. Ich glaube, ich habe es irgendwie in einem anderen Instagram-Post gesehen. Dann haben wir hier einen kleinen Panzer aus Blei. Kann man auch einen schönen Clickbait-Titel draus machen. ist, glaube ich, ach ja, ist ein Renault-Panzer. Also ein französischer. Ja, Renault hat früher Panzer gebaut. Ich glaube, alle Automobilkonzerne haben irgendwann mal irgendwie was mit Panzern zu tun gehabt. Jedenfalls hier ein kleiner, schöner Panzer. Du kannst ja nochmal dich zeigen. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich zu kurz in die Kamera gehalten. Ja, okay. Dann haben wir Schlüssellöcher. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde Schlüssellöcher toll. So, vor allem, wenn die so verziert sind. Wir haben ein paar Flächen, die waren vor ganz langer Zeit mal Ackerflächen. Und das waren dann Kleingärtenanlagen. So. Deswegen kann man dafür die Genehmigung bekommen, weil der Boden halt, wie gesagt, mal beackert wurde und nicht mehr unbewegter Boden ist. Und genau, da findet man halt auch so eine Sache hier, weil es war eine Kleingartenlage. Okay, dann haben wir die ganzen Knöpfe aus dem Ersten Weltkrieg. Die habe ich ja alle schon gezeigt. So, hier, musst du gucken. Ganz viele Kronen drauf, kennt ihr ja jetzt mittlerweile. Sind schöne Knöpfe, wie ich finde. Und ja, weißt du, was das hier ist, jetzt? Oh. Ah ja, doch, es ist hinten am Schuh dran für Pferde. Ja, genau, also ja. Spore, glaube ich, oder? Sporen geben. Ich glaube, das sind ja Spore und Aua, sage ich nur. Ja, ja. Also, ja. Das ist, glaube ich, auch verboten mittlerweile, wa? Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, das wird in manchen Ländern oder in manchen... Ah, nee, im Sportreiten ist es noch. Oder so wird es vielleicht auch noch gemacht. Ja. Okay. Viele fragen, was die höchste Spende heute war. Sag es jetzt einfach mal 22 Euro. Boah. Also 22 ja. Euro hat hier schon jemand dagelassen, das ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, man kann ja im Chat so hochgehen, bis das wieder angezeigt wird. Und ja, Dankeschön. Auf jeden Fall hatten alle nochmal, die was gespendet haben, das ist absolut krass. Der Support ist einfach also, krass ja. Und wir sind auf dem Weg zu den 1000 Likes, Freunde, das schaffen wir heute auch noch. Komm schon, let's go. Das ist viel. Ich weiß gar nicht, wie viel sind wir denn mittlerweile eigentlich? Wir sind 762 gerade. Ah, okay, cool. Gleich 800, immer so dazwischen. Das ist doch gut, das ist eine gute Beteiligung. Das freut mich. Das ist übrigens der Ersatz heute für das Video, das immer freitags kommt. Und
Das kommt dann vielleicht in die nächsten Tage, mal gucken. So, wir haben hier noch ein paar Kettchen. Und, ah ja, hier ist eigentlich ganz cooler Anhänger. So. Das war ja auch in dem Loch drin. Ich glaube, das sind, ist von Musikern so ein Anhänger. Ja, hier sieht man es auch, eine Harfe. Ziemlich cool. So, was haben wir noch? Irgendwelche anderen Anhänger. Müsste Wilhelm sein hier. Ja, das ist der Wilhelm. Auch schön. Ja, wir haben gerade einfach mal 200 Likes gemacht. Da sind die 1000 Likes schon fast. das ist krass. Echt? Ja. Ja, ich weiß nicht, man kann sich eigentlich nur bedanken dabei. Ja, es ist wirklich, dieser Support, das ist unfassbar. Was die da drin macht, wird jetzt nicht so alt sein. Schlüssellöcher haben wir noch, okay, dann haben wir natürlich auch noch, das kommt hier rein, wir haben auch noch ein paar Geschosse, so. Oh, finde ich persönlich am geilsten irgendwie. BMW-Geschosse, findest du am geilsten? Mhm. Da gibt es welche ohne Spitze, also ohne farbige Spitze, und auch nur die sollte man mitnehmen, weil die anderen... Die können eine Leuchtspur drin haben. Das ist, hat mich letztens einer korrigiert, ist natürlich kein Phosphorkern, sondern es ist, ist jedenfalls ein Kern, der brennt. Also wenn ich zum Beispiel, wenn jetzt ein Soldat mit einem Geschütz schießt, sagen wir im Dunkeln, ja, und der weiß nicht, wo die Schüsse hingehen, weil du siehst ja da vorne nicht, wenn es weit weg ist, siehst du es ja nicht. Dann hat jede fünfte Patrone hat eine rote Spitze. Die habe ich jetzt, die kann ich euch nicht zeigen, die habe ich logischerweise auch nicht mitgenommen. Hat eine rote Spitze und die haben hinten einen eine Leuchtspur drin. Haben halt einen Kern drin, da ist irgendwelche Chemie drin und irgendein Nitrat vielleicht. Auf jeden Fall ist dann, weiß nicht, eine rote Leuchtspur wahrscheinlich, und ja, dann sehe ich halt bei jedem fünften Schuss, wo das ungefähr hingeht, und deswegen sind die aber auch heute noch gefährlich, weil die sich nochmal entzünden können. Und wenn, ihr wisst ja so, ich vergleiche es jetzt trotzdem mit Phosphor, wenn Phosphor in der Tasche brennt, kannst du nicht löschen mit Wasser. Das ist dann halt echt blöd. So, haben wir halt, wie gesagt, ein paar BMG-Geschosse, Browning Machine Gun, wurden aber auch für andere Waffen benutzt. So, dann haben wir auch noch kleinere Geschosse. Ich glaube hier, das könnte passen. Ja, ich weiß nicht, nehmen wir mal die hier. Ja, also die sind, so sieht dann ungefähr eine scharfe Patrone aus. Die Teile sind dann halt noch da drin und der Sprengstoff da drin wäre dann theoretisch auch noch da. So, ja. So, Trap X, Dankeschön für 2,30 Euro. Habt ihr auch alte Feuerzeuge? Alte Feuerzeuge. Gute Frage. Ja. Ich muss nur gerade gucken, wo. Und das machen wir doch. Können wir auch einfach machen. Dazu kommen wir nachher noch. Also wir haben jetzt, ja, nee, ich zeige jetzt hier noch kurz die Bleifunde und dann können wir mal gucken, wo wir die Feuerzeuge finden. So, wir haben Bleikugeln, Musketenkugeln. Die können schon ziemlich alt sein, sind die meistens auch, und findet man aber relativ häufig so. Also Musketenkugeln, dann haben wir hier irgendwelche Jagdgeschosse, auch richtig dicke Geschosse. Ich gucke mal, ob ich eine finde, die aufgetroffen ist. Ach, guck mal, hier ist eine Musketenkugel, die hat noch die Gussstelle dran. Die wurden gegossen, damit, die wurde wahrscheinlich auch noch nicht verschossen, weil du musst die vorher feilen, glaube ich zumindest. Ich glaube, du musst die vorher abfeilen, bevor du die verschießen kannst. Sonst bringt das alles nicht so viel. So, okay, dann gucken wir doch mal, ob wir hier die alten Feuerzeuge finden. Ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Büchse. Feuerzeuge. Wir haben auf jeden Fall Uhren. Taschenuhren haben wir. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe, glaube ich, ein Wehrmachtsfeuerzeug irgendwo. Uhren, hier sind keine Feuerzeuge drin. Ich muss das alles auf jeden Fall nochmal von Grund auf neu sortieren. Nee, ich weiß jetzt auch leider nicht, wo das... Wir haben auf jeden Fall ein Wehrmachtsfeuerzeug schon gefunden. Und noch was? Na, so minder, also weniger alte, sag ich mal. Ja, also ein paar Feuerzeuge, vielleicht so drei oder so. Aber jetzt keine, die irgendwie noch zu retten wären oder sowas. Also wir haben mal einen Zippo, du hast mal einen Zippo gefunden. Ich hab einen Zippo, ja. Hab ich das jetzt abgebrochen? Nee. Okay, ja. Okay, dann zeigen wir doch mal ein paar Uhren. Und zwar hier. Kannst du ja selbst in die Hand nehmen, kannst du ein bisschen zeigen. Eine schöne Taschenuhr. Ich finde, Taschenuhren sind auch so tolle Funde. Also, ich weiß auch nicht. Das freut mich einfach immer wieder. So, dann haben wir hier. Machen wir einfach weiter mit der Münze. So, 5 Mark. Ich glaube 1935, ne? Auf der Rückseite sollte Hindenburg drauf sein. Paul von Hindenburg. Richtig schöne Silbermünze, richtig schöner Klopper. Und ja, das ist einfach echt eine coole Münze. Und hier haben wir noch eine Taschenuhr. Da ist leider das Innenleben nicht mehr drin. So. Hier haben wir noch ein paar Abzeichen drin aus dem Zweiten Weltkrieg. Die mache ich mal wieder dahin. Oh ja, die ist eine der schönsten Taschenuhren. Die habe ich an der alten Mauer gefunden. Das Video heißt, so
So, irgendwas an alter Mauer. Und du kannst die tatsächlich auch noch aufmachen. Und hier steht drin, oder? Remontour, Zylinder, 10 die Ruby. Also 10 Rubine, ich weiß nicht, das hat irgendwas mit dem Uhrwerk zu tun. Auf jeden Fall ziemlich cooler Fund. Hier ist leider ein bisschen verrostet, hier wäre das Ziffernblatt gewesen. Kannst du dir nochmal angucken. An der Stelle David Pro Nene. Ich schreibe oft auf Insta, ihr seid die Besten. Danke dir, freut uns. Und hast ja gesehen, wir antworten ja auch. Und ja, können die anderen gerne auch machen. Instagram, Gebrüder Lange. Ist jetzt auch nicht so schwer, der Weg dahin zu finden, ne? Hier haben wir auch noch einen amerikanischen Knopf vom Wintermantel. Auch Zweiter Weltkrieg. So. Ja, also ihr seht schon, das meiste, was man tatsächlich findet, ist tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Da ist einfach echt viel verloren gegangen. Und ja, wie auch diese riesen Silbermünze hier. Kannst du auch wieder selber in die Hand nehmen nochmal. So. Das ist ein Rubel. Ich glaube 1924, wenn ich mich nicht irre. Kenne ich, russische Münze. Yes. Kannst du lesen, was da drauf steht? Adin Rubel. Warte, ich versuch's. Sich Stran. Sief Stran. Soy. Die Sedi. Oder so, Swedi. Okay, naja, gut. Wir lassen es. So, so was noch warte kurz, Unterbrechung. Spende von Bart Freak. Frohe Weihnachten. Ach, wie reagiert die Polizei darauf, wenn du scharfe Munition oder dergleichen findest? Also generell mal, die Polizei bzw. der Kampfhilferäumdienst, man kann ja auch direkt anrufen, ist immer sehr dankbar, wenn man so eine Funde meldet. Weil das hat schon seinen Grund, dass das dann abgeholt wird. Das ist einfach blöd, wenn das immer in den Wäldern rumliegt. Und ich glaube, ihr habt es auch mitbekommen, so bei Waldbränden und so kann das echt ein Problem sein, wenn dann noch so Sachen in die Luft gehen. Das ist halt nicht förderlich so, wenn man einen Waldbrand eindämmen will. Gerade wenn so Phosphorbomben da noch rumliegen. Deswegen sind die immer sehr dankbar und wir hatten bisher echt noch keine Probleme. Ich habe den jetzt bestimmt schon 4, 5, 6 Mal kontaktiert. Mittlerweile habe ich auch die direkte Nummer. Und ja, also es ist halt... Nee, ist eigentlich immer entspannt. Es dauert halt ein bisschen Zeit, bis sie da sind, ist klar. Vor allem, wenn man irgendwie an Feiertagen anruft oder so. Nee, bis jetzt keine Probleme gehabt und alles gut. Die reagieren echt kooperativ, sag ich mal. Ja, nee, ist alles gut. Und auch egal, wo wir waren, also überall. So, kann ich echt nichts Negatives sagen. Okay. Dann machen wir das mal zu hier. Oh ja. Da holen wir doch einfach mal die nächste Kiste auf den Tisch. Und zwar haben wir hier noch eine. Übrigens, die Kisten, die ich hier benutze, ja, das sind Schminkkoffer. Die habe ich irgendwann mal, hat es irgendwer vor die Tür gestellt in der Nachbarschaft. Und dann habe ich mir die geholt. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, was will denn der Typ jetzt damit? Aber ich muss sagen, die sind eigentlich ganz cool gewesen. Mittlerweile, ich brauche auf jeden Fall was Größeres zum Einsortieren. Oh ja, und da kommen die Feuerzeuge jetzt doch mal. So, ich mach mal so. Wir haben hier ein Feuerzeug, ein altes, zeig das mal. Das ist ein Zippo, oder? Auch wieder sowas Art, ähnliches? Ja, so eine Art halt, ja. Also Zippo ist ja eine Marke, deswegen. Ah ja, und hier, ach ja, hier haben wir noch mehr Feuerzeuge. So, kannst du die hier auch alle mal zeigen. So. Das macht man dann wahrscheinlich hier oben auf, ne? Ja, theoretisch auch. Geht aber nicht mehr. Vielleicht legt man das mal in Oxalsäure rein oder so. Bei Aluminium geht das ganz gut. Guck mal, hier auch schön noch mit dem Muster drauf. Scheint das gleiche hier zu sein nochmal. So. Ich weiß gar nicht, ob der Stream gerade überhaupt so richtig funktioniert. Wieso? Ja, okay. Also naja, schreibt einfach nochmal alle eine 1 rein, wenn der Stream gut läuft. Ja, also die Qualität ist halt, ja, ist halt blöd, dass es so schlecht ist, aber es ist halt einfach nicht anders möglich so. Wir können, also egal mit welchem Internet wir hier reingehen, mit WLAN oder mobilen Daten, ist halt echt auf viele Einzelnen, das ist gut. Hier, zeig mal die Uhr nochmal, Taschenuhr. Die ist auch noch ganz cool. Ja. Hier ein paar. Jetzt kommen viele Zweien. Ja, wegen den Nahaufnahmen, da ist die Bitrate wahrscheinlich alles nicht so gut. Ja. Aber du bist im Router-Verbund, ne? Ja. Hier ein schönes Pferdchen, Bleipferdchen. Das sind auch immer so Spielfiguren gewesen.
Wahrscheinlich auch so Nachkriegszeit, vielleicht auch Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, also dazwischen. Ja, also Bleifiguren findet man auch ganz viele. Dann hier für diejenigen, die vom Anfang des Streams schon dabei sind, da sieht man die Krone, also Erster Weltkrieg, sind Koppelhaken. Da wurden Sachen befestigt am Gürtel mit. Und gib mir mal die Sachen immer wieder zurück. Ach so, damit. Weil sonst müssen wir nachher so übelst lange alles wieder einsortieren. Ja, lass es, egal. So, dann haben wir natürlich Bleiplomben. Bleiplomben, wisst ihr auch mittlerweile, hier sind Sachen zum Verplomben. Das heißt, wenn ein Mehlsack versiegelt wird, damit quasi die Garantie ist, dass da keiner sich dran bedient hat, dann werden Bleiplomben benutzt. Und die sind halt meistens mit dem Siegel drauf und ist quasi eine Garantie dafür, dass dass nichts rausgenommen wurde. Genau. Ansonsten haben wir Fingerhüte noch. Fingerhüte. Ich weiß nicht, ob welche von euch die noch kennen. Könnt ihr mal eine 1 in den Chat schreiben, wenn ihr Fingerhüte schon mal benutzt habt. Ich persönlich habe sie tatsächlich schon einmal benutzt, weil ich mir was fürs Tauchen genäht habe. Das ist hier übrigens ein Nähhut. Ich glaube, Nähhut ist oben frei und das ist ein Fingerhut. Bin mir auch nicht sicher. So, die werden auf jeden Fall dazu gemacht, dass man sich nicht in die Finger sticht beim Nähen oder Stricken oder so. Oh, da kommen schon ein paar Einsen. Hm. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wusste zum Beispiel bis gerade eben noch nicht, wozu Fingerhüte gut sind. Da siehst du, wieder was gelernt. Ja. Hm. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar moderneren Funden. Und zwar, seitdem ich tauche, sammelt sich natürlich auch eine Menge davon an. So, da sind natürlich nicht nur Tauchfunde drin, da sind jetzt unsere ganzen Ringe. Also alle Ringe, die wir je gefunden haben, bis auf die goldenen Sachen, die zeigen wir euch nachher nochmal. Und ja, ihr seht es selber. Ringe, Uhren. Hier, das ist ein Bitcoin von Johnny. Haben wir gegossen. Ach so, ja. Schöne Grüße an der Stelle. Ringe, Uhren, Ketten, Brillen. Sowas braucht man dann auch nicht mehr ins Fundbüro bringen, wenn die so aussieht. Und ja, womit wollen wir anfangen? Für mich nochmal kurz. In Amsterdam. Wir haben den Tresor gefunden und vorher habe ich eine Tüte gefunden, wo ein paar Uhren dran und auch ein Ring oder so. Aber die Uhren. So, es geht um die Uhren. So, es waren diese Uhren hier. So, zack, zack und diese hier. So, wir sehen, hier ist Wasser drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Kannst du schön dicht dran gehen. Hier Belmont ist jetzt auch nicht die Firma, ja. Und dann ist diese Uhr dabei gewesen. Viele haben geschrieben, ey, da ist eine Jaeger LeCoultre. Jaeger LeCoultre. So, wenn man Jaeger LeCoultre bei Google eingibt, so eine Uhren kosten 20.000, 40.000 Euro. Also ganz krass. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die echt ist. Jedenfalls ist es komisch, weil da war halt eine Tissot-Box. Und Tissot ist eigentlich auch eine relativ teure Uhrenmarke. Und wenn diese Uhr hier wirklich, also wenn die echt wäre, das wär total krass. Hier hinten sieht man das Uhrwerk. Das sieht eigentlich auch noch ganz gut aus, wie ich finde. So, es dreht sich auch noch das Ding nicht mehr ganz so gut. Aber ja, also Wasser ist zumindest nicht drin. So, aber ich glaube nicht, dass bei einer 10.000 Euro Uhr oder 5.000 Euro Uhr, dass das so aussieht, wenn es im Wasser lag. Also eigentlich müsste das Edelstahl sein. Dann ist vielleicht angelaufen, aber nicht so krustig und knusprig hier. Ja. Ich weiß nicht. Ich werde es auf jeden Fall nochmal vom Juwelier checken lassen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video drüber. Aber viele haben es, wie gesagt, in die Kommentare geschrieben, dass da... Henry schreibt... Bei uns ist es super scharf. Mann, ist doch perfekt. So, auf jeden Fall... wenn die echt ist... Dann müssen wir da mal gucken, was wir machen. Die haben wir in Amsterdam gefunden. Ich weiß nicht, wie das Fundrecht da ist. Ja, aber ja, keine Ahnung. Ich werde sie zum Juwelier bringen. Vielleicht gibt es da mal ein Video zu. Aber ich werde jetzt mal warten, bis die Lage ein bisschen entspannter ist. Es läuft ja nicht weg. So, TrapX, vielen Dank für deine 2,29 Euro. Habt ihr auch schon was Skurriles gefunden? Was Skurriles? Das ist eine gute Frage. Ich finde skurril. Was würdest du als skurril sehen bei dem Fund? Ich bin persönlich der Meinung, dass diese Maske schon skurril ist. Ja, die ist schon sehr skurril. Diese Weltkriegsmaske hier, Gasmaske. Die macht mir auch persönlich ein bisschen Angst, wenn ich das so sagen darf. Ich finde das echt krass. Skurril, ich muss mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe des Streams, aber so auf Anhieb. Gucken wir mal. Wo man sich wundert, klar, ganz oft. So, wie kommt das jetzt dahin? Aber so skurril... So, Kulux 3, 5,49 Euro. Konserviert ihr auch mal seltene Funde? Wenn ja, wie? Ja. Und könnt ihr mal ein Reinigungsvideo machen, am besten zu verschiedenen Materialien? Danke euch. Jo, also pass auf.
So, hier ist mein Reinigungsset drin. Ich habe hier verschiedene Stifte. Kannst du dir mal ganz nah zeigen. Immer eher hier. So, damit kann man die Oberflächen ein bisschen reinigen von Münzen. Man muss vorsichtig sein, man kann die Patina kaputt machen, aber man kriegt damit teilweise Münzen echt gut sauber, muss ich sagen. Und hier ist auch so eine ganz kleine, feine Drahtbürste und damit kann man die dann auch nochmal ein bisschen sauber machen. So. Das, worauf ich hinaus will, danach mache ich auf jeden Fall immer hier so einen Konservationswachs drauf. Also ja, wir konservieren Funde, klar. Und ich kann ja mal, hier zeig mal diesen Pfennig, das sind 10 Pfennig. Und wenn ich da jetzt was von diesem Wachs drauf mache, das muss man hier so ein bisschen, so, ich zeig's mal, hier so ein bisschen so machen. Und dann macht man so. Und man sieht gleich, es wird ein bisschen dunkler, man sieht es besser, man erkennt es besser und es ist konserviert. So, einfacher geht's nicht. Das ist Konservationswachs. Und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Da muss man, selbst wenn man es nicht sauber macht, es sieht einfach besser aus danach. So, das ist halt so ein provisorisches Konservationswachs. Bei manchen Münzen sieht das halt richtig krass aus. Wenn man so einen trockenen nimmt und da so einen Wachs drüber macht, das sieht aus, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, also ja, klar, wir konservieren unsere Funde. Vor allem die besonders alten und so, die werden konserviert. Ja, so. Mach ich mal wieder zu hier. Und ein Reinigungsvideo, weiß ich nicht, ob wir das machen. Vielleicht, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen, so einen Livestream mit besserer Qualität hinzukriegen, dann können wir das mal live machen. Dann können wir uns mal irgendwas überlegen, was wir dann sauber machen, irgendwelche Münzen. Dann machen wir das, oder? Ja, klar. Okay, wir waren bei den Ringen und ich weiß nicht, vor einem Jahr habe ich echt noch gesagt, Alter, Ringe ist wirklich der beste Fund, den man machen kann. Unser erster Goldring, das war so eine heftige Aktion. In Italien, krass. Im Stausee, haben wir einfach einen Goldring gefunden. Echt krass. Jedenfalls, wir haben hier natürlich ganz viele Ketten. So. Ketten findet man auch mittlerweile. Das ist jetzt hier meistens Silber. Silber hat nicht so einen hohen Materialwert, dass man das unbedingt ins Fundbüro bringen muss. Wenn das jetzt besonders persönliche Funde sind, wie ein silberner Ehering mit Inschrift, dann bringe ich die auf jeden Fall trotzdem hin. Wie gesagt, verkaufen tue ich eh nichts. Ob es jetzt da drin liegt oder beim Fundbüro und ich mir das nach 6 Monaten abhole, ist dann auch nicht so wichtig. Und ja, also wenigstens die Chance geben, dass sie sich das wiederholen können. Beziehungsweise, wenn sie die Videos irgendwann sehen, können sie uns natürlich einen Beweis schicken, dass es deren Sachen sind und dann kriegen sie es auf jeden Fall zurück. Genau, Silber ist, wie gesagt, hat nicht so einen hohen Materialwert und schreibt jemand einen skurrilen Fund rein und ich bin auch der Meinung, nämlich der Drogenfund. Ja, na klar. Ich weiß noch, ich habe mit einem Bekannten haben wir ein Intro gemacht, ja, ein Drohnen-Intro und der hatte einen Gimbal. Sein Leid hat wieder 2 Euro gespendet. Nils, du hast die Spende von Kulux 3 übersehen. Eigentlich alle Spenden, die hier reinkommen, müsste ich sehen. Wenn ja, doch, nicht. Nee, das war die Frage mit dem Konservieren. Genau, ja, dann haben wir Dankeschön, so. Dankeschön, aber trotzdem nochmal. Vielen Dank für Nasan Leid. Dankeschön. Also deswegen die Konservationssache gerade. Ja. Ja, trotzdem Dankeschön für die 2 Euro. Nett. Jedenfalls, wo war ich? Genau, wir sind dann. Derjenige hatte auf jeden Fall einen Gimbal. Also ein Gimbal ist, macht man das Handy rein und dann kann man die Hand so bewegen und das Handy bleibt immer gleich. Und dann wollten wir das halt mal ausprobieren. Da habe ich gesagt, ja gut, dann suchen wir hier so ein bisschen im Flussbett drin und haben auch nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas finden. Und dann kam das. Ne? Wir haben erst eine Brotbüchse gefunden. Also hier sowas wie diese Brotbüchse. Und das war halt ein Geocache. Das haben wir früher auch mal gemacht. Geocaching, ihr könnt ja auch mal eine 1 reinschreiben, wenn ihr schon mal Geocachen wart oder es zumindest kennt. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Hobby. Man ist draußen an der Luft und ist schon ähnlich wie Schatzsuche, würde ich mal sagen. Und ja, wie gesagt, wir haben einen Geocache gefunden und dann später, es war bestimmt nur, sagen wir, 20 Minuten später, wir sind da durchs Flussbett und dann wieder zurück und dann lagen da einfach noch mehr Boxen. So, waren größer als Brotboxen, waren teilweise so groß, ein bisschen kleiner, wie so Tupperware heißt es eigentlich. Ja, genau, und dann waren da 4, 5 Boxen. In den ersten 4 war gar nichts drin, außer ein bisschen Regenwasser, ein paar Würmer. Da dachte ich schon, was ist denn das hier? Hat da irgendeiner will da Experimente machen mit irgendwelchen Mehlwürmern oder so? Und die sind da abgehauen. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Und dann war die letzte Box, die war fast so groß wie diese hier. Und die war einfach so eingegraben. Wir hätten die nicht gesehen, wenn da nicht diese leeren Boxen rumgelegen hätten, wo nichts drin war. Aber dadurch, dass die halt da rumlagen, habe ich da nochmal genauer geguckt. Und dann war da halt diese Box, ich habe die rausgezogen. Und dann war da einfach. Also ich will es jetzt nicht sagen, aber waren halt Drogen kann ich sagen, oder? Ja, waren Drogen drin und eine scharfe Waffe tatsächlich.
Und das war, stimmt, das war ein sehr skurriler Fund. Da dachten wir auch, oh Scheiße, wenn uns jetzt jemand sieht hier, dann müssen wir aber ganz schnell weg. Wir haben das Ding, was man natürlich eigentlich nicht macht, haben wir direkt mitgenommen und sind erstmal woanders hin und haben dann die Polizei gerufen, weil wir halt nicht wussten, ob da jetzt jemand kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so groß. Aber wenn die da sehen, dass wir da sind und die da kommen und die haben eine Waffe, eine Scharfe, wer weiß. Also ja, das war wirklich der skurrilste Fund und war eine krasse Aktion. War sehr aufgeregt da, auf jeden Fall. Ja, nee, das war echt, stimmt, das war ein sehr skurriler Fund. Dankeschön für die Erinnerung. Ja, jedenfalls zu den Ringen. Ja, let's go. Wir haben, ich habe so viele Uhren auch. Oh, die habe ich mir gekauft, die habe ich gar nicht gefunden. Warum liegt die da drin? Zeig mal. Boah. Habe ich mir für 2 Euro oder für 1,50 habe ich mir die gekauft. Richtig. Oh, Sebi, du bist verrückt. 54,99 Euro. Was soll's, ihr habt's verdient und macht einfach immer nur geile Videos. Macht weiter so, wünsche euch noch schöne Weihnachten. Ich muss den Livestream jetzt leider verlassen. Dir auf jeden Fall auch geile Weihnachten. Dankeschön. Vielleicht viel Spaß jetzt beim Essen, was es jetzt vielleicht gibt, weiß ich ja nicht. Und Dankeschön für die großherzige Unterstützung. Das ist wirklich, das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Was ich dazu sagen soll. Ich kann es gar nicht richtig fassen. So. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Und ja, schönen Abend noch. Wir hören uns. Ja. Danke. Okay, krass. Ja, weiter zu den Ringen. Also, wir finden natürlich, sag ich mal, 90% Modeschmuckringe. Finde ich nicht schlimm. Ich freue mich trotzdem über jeden Ring. Selbst wenn er hier so silber ist, das ist meistens Edelstahl. Ist jetzt nichts wert. Geht ja auch, wie gesagt, nicht um den Wert, sondern um den Pfund. Und es ist immer, naja, krass, sich vorzustellen, dass jemand jahrelang einen Ring trägt und den dann verliert. Guck mal, der hier. Kannst du ja mal dichter zeigen. Der ist richtig leicht, ne? Ja, stimmt. Der ist einfach aus Titan. Oh, echt Titan? Ja. Müsste Titanium drinstehen. Titan ist dann ein echt gutes Material, ne? Ja, aber ich finde es komisch für Ringe, weil die halt so leicht sind, keine Ahnung. Ja. Ja. Also, das ist ein krasser Fund. Jedenfalls, ja, Ringe findet man häufig halt in Badestränden. Die werden beim Baden relativ häufig verloren, weil, wird halt rutschig, die Finger zu sich zusammen, wenn das Wasser ein bisschen kälter ist und so. Ja. Wir finden natürlich auch ein bisschen ältere Ringe ab und zu. Hier zum Beispiel so eine großen. Guck mal, wie groß der ist, was der für einen Daumen haben muss. Ich habe jetzt nicht die dünnsten Daumen, ja, aber. Also. Am Daumen hat das ja eigentlich auch eigentlich dran, ne? Naja. Hat auch, man so einen Ring am Daumen? Ja, manche haben Ringe am Daumen. Ach, weil, echt? Halt, was willst du, was ist denn das? Also, was ist denn das? Das kannst du, weiß nicht, so ein Wikinger? Den hat er wahrscheinlich sonst gedruckt, ich will es gar nicht sagen, ey. Du hast es aber mal im Video gesagt, weißt Doping, du noch? Ja. Keltischer Cock. ja, gut. Also man findet auch ab und zu ein paar alte Ringe, die sind meistens aus Kupfer. Einen alten Goldring oder so haben wir noch nie gefunden, das wäre auf jeden Fall richtig krass. Ja, ansonsten Anhänger, Ketten, guck mal hier, das ist eine Apple-Kette. Richtig komisch, oder? Das ist nicht mal richtig richtiges Metall. Gott, also, wenn das sowas ist komisch. Trägt, ey, oh, ey. Keine Ahnung. Nein, Apple-Fans. Das ist ein schöner Anhänger. Oh ja, der gefällt mir. Das ist wahrscheinlich, ich würde mal sagen, von einem Kraftsportler. Also würde mich wundern, wenn nicht, ne? Nice. So, guck mal hier. Das ist eine Versace-Kette. Nein, die kenne ich. Ich glaube zwar, die ist fake. Die ist auf jeden Fall nicht aus Gold. Hier ist die Rückseite. Guckt euch an, wie das abgenutzt ist. Made in Italy steht zwar drauf, aber das kann auch auf jeder Fake-Kette draufstehen. Ich glaube, der Durchmesser ist größer von der Versace-Kette. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es auch kleine gibt, aber wäre krass, wenn die echt ist. Ja, habe ich mich auf jeden Fall übelst gefreut, als ich die im Wasser gefunden habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Man sieht ja nicht, was da unten passiert. Man holt es dann hoch mit dem Sieb und dann ist einfach sowas da drin. Ey, dann macht das Herz echt einen Hüpfer. Mal ehrlich sagen. Silberketten. Jo. Ketten, Ketten, Ketten. Ich beantworte die Frage, weil es jetzt sehr oft gefragt wurde. Nein, wir haben kein Facebook, Freunde. Nee. Wir haben Instagram. Ja, Instagram bitte vorbeischauen. Das Wahre. Auch einfach Gebrüder Lange. Genau, einfach Gebrüder Lange oder Gebrüder Lange Magnetfischen oder beides, am besten beides. Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir mit der Kiste, ich sag schon Kette, weil hier so viele Ketten sind. Ich denke, wir sind mit der Kiste durch. Ihr könnt da nochmal reinschreiben, wenn ihr jetzt noch was genauer sehen wollt hier aus der Kiste. Hier ist nochmal ein Anhänger, ein schöner. Der ist magnetisch. Ich weiß nicht warum, aber dieser Anhänger ist magnetisch. Also das ist ein Magnet quasi. Das ist übrigens dann Modeschmuck, ja. Silber ist nicht magnetisch, aber dieser Ohrring hier ist nicht mal Silber. Der ist, was auch immer ist das. Okay. Wie gesagt, diese Uhr hier, die werde ich nochmal zum Juwelier bringen irgendwann, wenn es sich ergibt, wenn die Lage ein bisschen
nicht mehr so angespannt ist. Und jo, dann wäre es das mit der Kiste gewesen. Wenn wir schon dabei sind, jetzt bei so Tauchkunden und so, dann, dann werden wir auch nochmal in meine Kramkiste gucken. Ich mache oft so Zeug einfach in eine Kramkiste rein, um das dann später zu sortieren. Wie gesagt, ich bin keiner, der irgendwas wegschmeißt oder der, der was verkauft. Deswegen sammle ich halt alles und ja, hier haben wir ein Zippo. Das ist halt wirklich ein Zippo. So, zum Thema Feuerzeuge nochmal. Ich gar nicht, wo ich das gefunden habe, aber ja, muss ich mal irgendwo einsortieren. Dann haben wir hier Siemens. Die unkaputtbaren Handys. Ich glaube, das ist das Handy, was wir gefunden haben, als wir auch das Drogenversteck gefunden haben. Ich glaube, das ist das. Das habe ich auf jeden Fall auch nicht weggeschmissen. Dann haben wir hier, ja, also sowas kann ich halt wirklich eigentlich mal wegschmeißen. Irgendwelche Sony Ericsson Handys. Dann haben wir Ketten. Die kann ich eigentlich echt mal einsortieren. Die sieht schick aus, ja. So, okay. Dann sowas. Hier ist ein bisschen Kleingeld. Das muss ich auf jeden Fall noch sortieren. Ihr könnt übrigens mal unter das nächste Spielplatzvideo schreiben, was wir mit dem ganzen Kleingeld machen sollen, was wir finden. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das wirklich mal irgendwie spenden würde an irgendeine Kinderorganisation. Ich meine, das ist von Kindern. Die verlieren das auf den Spielplätzen und wäre eigentlich ganz witzig. Ich muss nur eine Bank finden, die das irgendwie annimmt, das ganze Kleingeld, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann haben wir hier eine Pfeife, Ketten, Muscheln. Ich glaube, die sind aus Mallorca noch. Bin mir auch nicht so sicher. Das sind auch schön aus Metall. Hier ist ein, muss man ein bisschen verdecken. Ist ein muss man da tatsächlich nicht. Also, nee, wenn es sowas ist, muss man das nicht. Okay, hier ist ein Flaschenöffner. Habe ich auch beim Tauchen gefunden. Eigentlich ein sehr witziger Fund. Hm. Und den kann man eigentlich auch noch gut benutzen. Eigentlich ist es schade, wenn sowas hier drin rumliegt und das wird nicht benutzt. Dann muss man das auch benutzen. So, ja. Na und das iPhone. Ja, stimmt, ja. Wir haben ja noch ein iPhone hier rumliegen. Ein richtig krasses. Also, ja. Es ist ein 6er wahrscheinlich. Hier sieht man den Akku. Das ist eigentlich auch nicht so gut, wenn das hier rumliegt. Hm. So aufgebläht. Aber auf jeden Fall gut, erstmal aus dem Wasser zu holen, so ein Akku. Viele fragen, wieso freust du dich über so einen Fund? Ich meine, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt wirklich 0,0 Euro und geschichtlich auch nichts wert. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach krass. Stell mal vor, ihr verliert euer Handy im Wasser. Da ist alles drauf. Wenn ich mein Handy verlieren würde, ey, also Abfahrt, das ist wirklich ganz normal. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ich mein Handy im Fluss versenkt habe. Ja, da dachte ich mir auch so, jo, scheiße, das ist nicht gut. War auch mein Perso hinten drin, war mein Führerschein. Ja, egal, auf jeden Fall freue ich mich einfach, weil es, also ich habe halt wirklich gehofft, wir finden den Besitzer von dem Ding. Ich habe die SIM-Karte rausgemacht, aber die ist natürlich gesperrt. Deswegen, wenn man wirklich die Nummer rausfinden würde oder den Namen oder irgendwas, aber keine Chance, ist ja leider echt nicht geglückt. Jedenfalls freue ich mich trotzdem, wenn ich sowas finde. Finde ich halt einfach cool. So, dann haben wir natürlich Angelzubehör. Viele schreiben so, ja, ihr könnt uns doch das Angelzubehör schicken. Sowas hier braucht man nicht mehr benutzen. Den Gummifisch kann man theoretisch noch benutzen, aber ist halt Rost dran. Und ja, ich benutze das teilweise selber, muss ich sagen. Ab und zu bin ich angeln und ja. Da möchte jemand das iPhone haben, weil sein Handy schon fast Schrott ist. Ja, also ich glaube, mit super, dem ist so ein super Gerät, oder? Kommst du auch nicht weit. So, nächste Spende, Ricky, 11 Euro. Vielen Dank. Bin noch nicht lange dabei, aber kann fast jedes Video von euch. Find's extrem spannend und werde im Sommer auch mal mein Glück probieren. Ja, mach das. Wie lange hast du gebraucht, um die Signale richtig zu deuten? Ich habe relativ viele Detektoren schon gehabt. Man muss sich an jedem mit jedem neuen Gerät natürlich erstmal einfuchsen. Aber es ging relativ schnell. Also ich sag mal so nach, sag ich mal so, 10 Suchen, kommt man ganz gut mit dem klar. Und wenn man jetzt wirklich weiß, okay, ab 50er Leitwert könnte das sein, oder ab 60er Leitwert, dann muss man auch nicht vorher wissen, was es ist, sondern gräbt einfach die ganzen guten Sachen, muss sich halt dran gewöhnen, dass man auch 90% Müll findet, was übrigens auch immer der Fall ist. Also wenn ihr so viele Funde hier seht, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Müll wir schon gefunden haben, weil auf jeden Fund, der hier liegt, sind mindestens 10 Müllsignale. 10 Müllfunde. Und wir haben bestimmt schon 200, 300 Kilo Schrott einfach gefunden, mitgenommen und zum Recycling hochgebracht. Also es hat sich auf jeden Fall schon in dem Aspekt gelohnt, sag ich mal. Aber man braucht je nach Gerät, ja, 10 Suchen würde ich mal schätzen. Aber das geht ganz gut. Ja. So, nächste Kiste. Wir haben noch diese Kiste da unten. Und dann kommen wir mal zu ein paar alten Münzen. Oh ja. So. Jetzt total, die Total Donation ist aktuell 55 Euro von Sebi. Einfach zu krass.
Ja, da sehe ich mich auf jeden Fall bei Hälfte, Hälfte. Na gut, okay. So, na dann. So, was haben wir hier? Bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, was es ist. Ich hätte gesagt, es ist ja vorne auf dem Auto drauf, so Jaguar-mäßig, aber es ist ein Windhund. Also es ist, ich kenne jetzt die Marke Windhund nicht so, aber ich habe es auch nicht rausgefunden. Also wenn ihr da jetzt einen Tipp zu habt, dann schreibt es bitte gerne rein. Ich gucke mir das mal ganz kurz an, aber... Oh, ja, perfekt. Sieht aber so aus, als wäre das ja irgendwie noch irgendwo anders mit dran. Ja, Jansen, wir grüßen schon noch. Aber am Ende. Wir machen jetzt erstmal das hier alles und dann wird schon noch gegrüßt. Also ganz geduldig sein, dranbleiben und geht ja hier auch nicht nur ums Grüßen, sondern geht ja um die Funde. Ne? So. Das ist ganz schön. Das ist wahrscheinlich so ein Hochzeitssymbol, könnte ich mir vorstellen. Dann hier ist, ja, von der Figur, nicht mal die Hälfte. Das ist eigentlich schade, wa? So eine schöne Figur, ja, so eine schwere. Auch, ja. Das hier. Oh ja, stimmt, da war ich dabei, ja. Das ist eine Druckplatte, das ist jetzt spiegelverkehrt, das werdet ihr nicht lesen können. Eine Druckplatte, ich glaube von 1908 oder sowas. Und ja, wurde wahrscheinlich für eine Zeitung verwendet. Wurde so die Headline gedruckt. Ziemlich cooler Fund, wie ich finde. Was es auch für ein Aufwand ist, ne? Für jede Zeitung jeden Tag so eine neue Druckplatte zu gießen oder mehrere Druckplatten. Wir haben ganz viele Funde noch nicht einsortiert. Das muss ich alles noch machen. Hier ist jetzt auch nicht so das Spannende drin. Hier ist noch so ein Pfeifendeckel. Pfeifendeckel findet man auch relativ häufig. Und da können auch richtig schöne Sachen drauf sein. Eigentlich ganz cool. Hier so eine Porzellanfigur findet man komischerweise auch echt oft. Dann liegt das Ding da und guckt einen so einen Hintern an. Einfach so. Richtig komisch. Ja, Pfeifendeckel. Die meisten haben leider keine Bilder drauf. Ist dann auch nicht so spannend, wenn da keine Bilder drauf sind. Ja. Gut, dann wäre es das auch mit der Kiste. Da war jetzt nicht so Spannendes drin. Ja. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? Wir sind seit 90 Minuten live. Das heißt, wir haben es ungefähr 16.30 Uhr oder so. Ja, ja, ein bisschen. Ist vorher noch. Beim Minuten vorher. Machen wir schon die Münzen? Ja, nee, wir gucken erstmal so ein bisschen in die Goldfunde rein. Also es sammeln sich natürlich über die Zeit auch Goldfunde an. So, ich habe immer, wenn ich einen Goldfund gemacht habe, habe ich den ins Fundbüro gebracht. Außer damals in Italien, da waren wir in Italien so, da habe ich das nicht zum Fundbüro gebracht. Ist wahrscheinlich auch nicht rechtens gewesen, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. So, alles über 10 Euro im Einzelnen kommt ins Fundbüro. Und nach 6 Monaten, wenn das nicht abgeholt wurde, kann man sich das zurückholen. Wenn es abgeholt wurde, dann kriegt man, glaube ich, ein paar Prozent Finderlohn. Die muss dann derjenige, der es abholt, auch dort hinterlassen. So. Jedenfalls hatten wir echt das Glück, dass, was heißt das Glück? Eigentlich wäre es ja cool gewesen, wenn jemand sich das wieder abgeholt hätte. Aber bisher hat echt noch keiner seine Sachen, was wir ins Fundbüro gebracht haben, abgeholt. Und wir haben das meiste einfach direkt bekommen, wieder nach 6 Monaten. Und ja, jedenfalls, ich werde es trotzdem nicht verkaufen. Irgendwann, selbst wenn in 10 Jahren irgendwer das Video sieht und das und den Fund sieht, sag ich mal, und seinen Ring da erkennt und uns anschreibt, dann können wir es ihm auch zurückgeben. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool. Und deswegen werden wir auch nie was verkaufen und auch sammeln. Und ja, dann kann ich euch mal die Sachen zeigen, die wir schon gefunden haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr jetzt nicht sagt, so, yo, das ist mein Ring. Könnt ihr mir den mal zurückgeben? Also ihr müsst uns das schon gut beweisen, dass es wirklich euer Ring ist, dann kriegt ihr den auf jeden Fall wieder. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand drin ist, der diesen Ring verloren hat oder die anderen Ringe, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Boah, der ist echt schön. Ja. Also das ist wirklich einer der schönsten Ringe, die wir je gefunden haben. Das Video hieß, glaube ich, Traumfund oder irgendwas, aber es ist wirklich, es ist auch einfach Traumfund. Ich schreibe alle meinen Ring. Ja. Mein Schatz. Okay. Die Goldmünze oder die vergoldete Münze habe ich euch ja gezeigt. Dann haben wir einmal, das ist auch schon ein bisschen her, haben wir hier ein Goldarmband gefunden. Und wir sehen auch hier vorne sind kleine Diamanten drin. Ist auch ein ziemlich cooler Fund. Ich würde es nicht tragen. Wie gesagt, verkaufen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber das müsste jetzt, ich weiß nicht, 750er Gold sein oder so. Nee, 85er Gold. Also krass, ist halt echtes Gold so. Und ich finde das jedes Mal echt beeindruckend, Gold zu finden, weil es ist einfach, also ich kann verstehen, warum das so teuer ist, oder? Mhm. Es sieht einfach schön aus, es ist schwer und
Ja, also ich zeige jetzt nicht genau, was drin steht hier. Sonst ist halt der Beweis, dass es euer Ring ist, einfach, sag ich mal. Ne? Und ja, erinnerst du dich noch an den hier? Upsala. Ist auch schon über. Oh, ja, ich erinnere mich aber dran. Ja, der hat eine ganz hohe Goldlinie, ich glaube 916er Gold. Krass. Total schön, vor allem auch mit dem. Also gerade in arabischen Ländern und so ist der Goldanteil viel höher als in Deutschland. Die meisten Goldsachen sind so 750er Gold, also 75% oder 85er, also 58% Gold. Und die sind halt 90% Gold, also das ist schon echt krass. Aber der ist halt auch ganz dünn und filigran und leicht, deswegen auch. Aber ja. So, den hier würde man jetzt sagen, oh, ist ein Silberring. Nee, ist kein Silberring, ist Weißgold. 750er Weißgold. Ich zeige euch mal die Inschrift nicht. Das ist auf jeden Fall ein Ehering und es würde mich einfach super freuen. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal, ich weiß nicht, wie man das machen kann, irgendwie nochmal so Anzeigen, so gefunden. Ich weiß nicht, irgendwie bei Kleinanzeigen. Also keine Ahnung, ob man da auch so gefundene Sachen reinstellen kann. Aber ja. Oh, der ist auch ein ganz schöner Ring. Den habe ich bei meiner ersten Tour an der Ostsee gefunden. Das ist auch ein Weißgoldring. Und ja. Hat so Riffeln an der Seite, das sieht eigentlich auch echt cool aus. Ja, Goldzahn haben wir auch mal gefunden. Habe ich auch ins Fundbüro gebracht. Die haben mich erstmal komisch angeguckt, aber es ist halt laut Fundrecht, muss ich das machen, so deswegen. Ja, habe ich aber wie gesagt auch wiederbekommen, habe ich mit dem anderen Zeug abgegeben. Und ja, wir haben hier noch mehr Goldringe, sowas. Weißgold, den könnt ihr noch gar nicht kennen hier. Den muss ich auf jeden Fall noch ins Fundbüro bringen. Ich muss auf jeden Fall ein Foto noch machen, das muss ich mir merken. Dass ich noch ein Foto von dem mache, dann kann ich das Video machen, dann kann ich den auch ins Fundbüro bringen. Und ja, also haben auch noch ein bisschen ältere Goldringe, kleinere Goldringe. Also ein bisschen Gold sammelt sich auch an. Wie gesagt, wenn ich jetzt aufs Geld aus wäre, dann hätte ich natürlich alle direkt verkaufen können. Wäre dann halt echt unfair gewesen und Fundbüro ist da echt die richtige Lösung. Auch wenn es weh tut, erstmal sowas wegzugeben. Leute, wenn ihr sowas findet, Fundbüro und ja. Der Besitzer wird es euch danken. Stellt euch vor, es wäre euer Goldring und der wird wieder gefunden. Ihr würdet euch auch freuen. So, immer in die Lage versetzen von demjenigen, der es verloren hat. Ja. Das ist auch meiner, schreiben die Leute. Mhm. Ich auch. Gehört alles dem Chat. Ja. Okay. Der Windhut ist von einer Fahrradmarke. Okay, dann schreibt mal bitte rein, was für eine Fahrradmarke. Dann wäre uns damit sehr geholfen. Wahrscheinlich die Windhund-Fahrradmarke. Ich glaube auch, ja, die Fahrradmarke. So, meine Fingerchen sind langsam kalt. Oh, meine. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch. Ah, die Münzen haben wir ja noch. Ich wollte gerade sagen, wie das Wichtigste. Hey. So, dann fangen wir doch mal hinten an. Fangen wir einfach mal hinten an. Okay. Wir haben hier ein Sammelalbum. Ja. Wir haben. Hier, gut, das ist noch nicht richtig einsortiert. Das ist ein Reichspfennig bzw. Rentenpfennig von 1936. Kannst du dir ruhig mal richtig zeigen. Und ich werde jetzt auch nur die schönen Münzen hier rauspicken, sonst dauert das zu lange, ja. Reichspfennige haben wir viele. Was ich ganz interessant finde, sind solche Münzen hier. Die sind zwar nicht besonders alt, ja, aber da steht 500 Mark drauf. Ist natürlich aus der Inflationszeit, ich glaube, wann war das, 24? 23, stimmt. 23, Inflationszeit, Geldentwertung. 500 Mark in einer Münze und dann noch so eine Alu-Münze, ist einfach echt krass. Das ist halt ein Stück Geschichte. So. Jeder Fund ist ein Stück Geschichte und das ist das, worum das Hobby geht. Die Geschichte dahinter, wie war die Zeit damals, wenn man jetzt eine 100 Jahre alte Münze findet. Überlegt mal, da gab es noch kein Internet. So ein Internet. Krass. Wenn man nicht streamen also können. Halt, ja, ich finde es immer sehr spannend. So. Also jeder einzelne Fund hat echt seine eigene Geschichte und ja, ist einfach schön. Hier wurde noch gesagt, der Windhund ist von einer polnischen Automarke Polnio. Ah. Polnio okay. Heißt die Marke. Okay, danke schön. Also wenn das stimmt, dann freut mich. Danke fürs Aufklären. Dann wissen wir Bescheid. Ja, ist echt gut. So, ich weiß gar nicht, was hier so... Schade, dass Tobi, der Kameramann, nicht da sein kann. Ja, stimmt. Aber ja, hier drin und Abstandshaltung und sowas. Mhm. Ja, dann zeig mal hier, film mal hier auf die Seite. Da sind ganz viele Pfennige, 3 Pfennige, 4 Pfennige, 3 Pfennige, 2 Pfennige und 1 Pfennige. So, die sind alle so von 1830 oder sowas. Gilt jetzt auch noch nicht als meldepflichtig.
so, man peilt so den 30-jährigen Krieg an. Also alles, was älter ist, muss auf jeden Fall gemeldet werden und dann auch erstmal abgegeben werden. Dann wird das katalogisiert. Genau, katalogisiert. Und das meiste kriegt man auch wieder zurück. Es sei denn, die stellen halt Anspruch drauf. Und in manchen Bundesländern kriegt man auch noch eine kleine, sag ich mal, Entschädigung, wenn man sowas abgibt. Aber wir finden halt auch nicht so krass alte Sachen, dass wir da jetzt wirklich oft was abgeben müssen. Und ja. So, Gestahlwin, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. 10 Euro hat er gespendet. Ja. Gruß aus der Pfalz, macht weiter so. Ich bin auch seit 15 Jahren am Sonnen. Bestes Hobby ever, weißt du wahrscheinlich. Ja. Ja, danke dir. Ey, schöne Weihnachten. Freut uns wirklich und du hast vollkommen recht, das ist wirklich das beste Hobby. Ich muss sagen, ich habe mich früher in der Schule gar nicht so sehr für Geschichte interessiert. Erst als ich dann irgendwann mit diesem Hobby in Berührung kam, ging das immer mehr. Und wenn man so einen Fund hat aus einer bestimmten Zeit, dann ist es einfach total cool, sich damit auseinanderzusetzen, wie war es damals. Und ja, also ist echt, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, aber nur mit entsprechender Gesetzeseinhaltung und informiert euch da, wie es bei euch ist in eurem Bundesland. Und unbedingt mit den Behörden zusammenarbeiten, das ist immer gut. So. Ja, dann haben wir hier auch noch ein paar Silbermünzen. Und zwar haben wir hier Mark. Das ist eine Mark. Eine halbe Mark, meine ich natürlich. Hier eine halbe Mark aus Silber. So. Haben wir hier auch 20 Pfennig. Die sind relativ selten. Ich glaube, meine Stimme versagt gerade. Ich versag gerade wirklich. Ja. Lange nicht mehr mit einem Stück so viel geredet. Jedenfalls gibt es auch noch Silbergroschen. Da. So. Schilling gibt es auch noch. Hier Neugroschen gibt es auch noch. Es ist. Ja, man kann so viele verschiedene Sachen finden. Und man geht mit dem Wissen so: ja, es kann sein, dass ich nichts finde. Aber irgendwas ist meistens schon dabei, was man findet. Und das ist dann einfach das Krasse. Also hier zum Beispiel 48 ein Taler. Das heißt, 48 von den Dingern sind ein Taler. Dann gibt es hier 24 Eintaler, ist dann genau das doppelte Wert. Und ich glaube, es gibt auch 12 Eintaler, die heißen dann einen Reichstaler. Und ja, eine höhere Währung haben wir tatsächlich noch nicht gefunden. Was ich gerne nochmal finden würde, wären 6 Eintaler. Und ein Dritteltaler gibt es da wahrscheinlich auch. Bin mir gar nicht sicher. Genau. Aber, ja, dann gibt es Eintaler, Fünftaler gibt es bestimmt auch. Und was ganz krass ist, ich glaube, ich mache demnächst auch noch ein Video bei einem Bekannten, der hat eine eigene Münzensammlung. Teilweise vererbt bekommen und ich glaube, der hat sich auch ein paar Münzen so als Wertanlage gekauft. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, der hat so 20 Mark und 10 Mark Münzen von 1800 irgendwas aus Gold. Die sind nicht groß. Es gibt die 5 Mark Münzen aus Silber. Oh, die will ich auch mal finden von 1800. Mhm. Die sind halt richtig, das sind so eine Münzen. Es ist krass. Und die 20 Mark Goldmünzen, die sind richtig schön. Also so eine, wenn ich so eine finden würde, ich würde mich einfach super freuen. Aber sowas muss man dann auf jeden Fall auch abgeben. Nicht, glaube ich, aus dem Aspekt, weil es so besonders alt ist, sondern weil es halt wertvoll ist. So. Und ja, also verkaufen käme, wie gesagt, sowieso nicht in Frage, aber sowas muss man dann trotzdem auf jeden Fall melden. So. Und ja, Gold, Münzen haben wir leider noch nicht gefunden. Vielleicht irgendwann mal, wenn ihr uns alle die Daumen im Chat drückt, vielleicht dann dieses Jahr, also nächstes Jahr. Und würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ich irgendwann mal eine Goldmünze finden könnte. Allein die Erfahrung, der Moment, dass es Gold wird. So, kann man schon so sagen. Ja. Ansonsten haben wir. Ja, das waren quasi. Hier sind noch ein paar Reichspfennige drin. Ich habe halt alle Münzen, die noch einigermaßen gut aussehen, habe ich auf jeden Fall einsortiert und auch konserviert vorher. Und ja, aber es sind halt schon meistens so die gleichen. So Taler, also 24 Eintaler, 48 Eintaler ganz oft. Und die Reichspfennige, die kommen halt dauernd. Also Reichspfennige sind echt fast immer dabei. Und ja, ich kann ja mal so eine Schätzung abgeben, wie viele Münzen wir schon insgesamt gefunden haben. Ich würde mal sagen, allein diese Brotbüchse da, gut, die habe ich nicht alle gefunden. Teilweise sind die auch, ich weiß gar nicht, woher ich die ausländischen Münzen habe. Ja, aber, also wir haben locker schon 1000 Münzen gefunden, sag ich mal. Aber ich denke mal, 700 davon sind Reichspfennige. Obwohl, wenn man die Euros dazu zählt, oh, die ganzen Euro-Münzen auf dem Spielplatz ist natürlich auch eine Nummer. Okay. Ich würde sagen, das war's jetzt tatsächlich erstmal, oder? Haben wir noch irgendwas auf dem Programm? Ich habe alle Kisten gezeigt und ihr schaut jetzt am besten alle nochmal. Der Sensationsfund? Ah ja. Ich wollte gerade sagen. Leute.
Und zwar, wenn ihr schon lange dabei seid. Ihr kennt ja auch alle unser Profilbild, ne? Ja. Und wir waren ja damals in Italien, haben den YouTube-Kanal angefangen und haben mit unserem Garrett Ace 250 haben wir ein paar Münzen gefunden. Und wir haben die so schnell weggesteckt, diese eine Münze. Wir haben das gar nicht richtig realisiert, was wir da gefunden haben. Und seitdem ist es halt unser Profilbild. Und ja, das ist unsere krasseste Münze. Das ist auch unsere älteste Münze. Und das zwar, ist Max, du sagst es nicht so, wie du musst es sagen. Es ist, was? Wir haben ja ein Sensations. Ich weiß nicht, wie es da war. Du hast gesagt, das ist unser Sensationsfund. Das ja, hast du so geil gesagt. Ja. So, auf jeden Fall, die werde ich auch gleich nochmal ein bisschen konservieren und wieder einlagern in das Album. Jedenfalls, das ist eine, ja, ich glaube, da steht Pisa drauf, Pisa, eine Stadtmünze. Und die ist von 1155 bis 1312. Pisa, ist klar, haben wir, ja, passt ja zu Italien. Und die haben wir an dieser alten Kirche gefunden, weißt du noch? Mhm. Das war einfach krass. Ich weiß noch, da wurde es dunkel langsam. Wir wollten uns beeilen, weil wir bald abgeholt wurden. Mhm. Und ja, ich zeige mal die Rückseite. Am besten fest mal so eine Münzen nicht an, weil das Fett von den Fingern, das zerstört auch ein bisschen die Oberfläche. Und ja, das ist unser Profilbild. Das ist die schönste Münze, die ich mir vorstellen kann. Und ja, damit hat das alles angefangen hier, dieses ganze Thema. Und oha, da heißt einer, es langt und er fragt, ob er was verpasst hat. Naja, ungefähr 101 Minuten. Naja, wir haben halt alle unsere Funde gezeigt. So. Ja. Und zeig nochmal auch den Stream werde ich auch wahrscheinlich nicht lange online lassen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ja, ich werde irgendwelche Best-of-Videos werde ich noch machen, wo man das wirklich in besserer Qualität sieht. Und ihr habt es ja gesehen und auch gesagt, so die Funde sind es wert, nochmal richtig genauer gezeigt zu werden, richtig schön dicht mit Close-Ups. Und ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen, erstmal Studium zu Ende machen, da wird jetzt nochmal richtig stressig. Und ja, also alles im nächsten Jahr. Wir haben noch viel vor uns und ja, ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Und ja, jetzt können wir langsam mal anfangen hier zu grüßen. Aber vorher werdet ihr auf jeden Fall alle nochmal auf Instagram vorbeigucken, weil wir müssen da langsam mal, ich guck mal rein, wie viele Nachrichten ich jetzt gekriegt habe. Aber ihr könnt uns natürlich schreiben, ganz klar. Und wir müssen da echt langsam mal ein paar mehr Abos bekommen, sag ich mal. Mhm. Also das Verhältnis stimmt halt einfach nicht mehr, ne? Ja. Und das Coole wäre halt, wenn ich euch über Instagram einfach so informieren könnte. So, wenn wir jetzt einen Livestream machen, okay, dann hau ich das rein. Oder wenn ich sage, yo, ist jemand in der Stadt oder so und dann könnt ihr darauf antworten und dann, weiß nicht, kann man vielleicht demnächst irgendwann mal gemeinsames Sonnen machen auf Spielplätzen, dann grasen wir da mal alles ab und das wäre eigentlich ganz cool. Jedenfalls schreibt uns auf Instagram, habe ich schon gesagt. Ansonsten grüßen wir erst noch ein paar, ne? Wir grüßen jetzt noch ein paar Leute, ich glaube, ja, ein Viertelstündchen haben wir noch. Gehen wir jetzt mal durch und grüßen noch ein bisschen, würde ich sagen. Oder? Naja, dann lese ich mal vor. Levin Weiler, Grüße gehen raus an dich. Pyro Hunter, auch an dich. Grüße, ja, David. Ich kann ja auch lesen. Wo sind wir an? Also. So. Hallo. Ich grüße dich. David YouTube, dich grüße ich natürlich auch. Levin Weller, Grüße gehen raus. Finn B., du kannst natürlich auch gegrüßt werden. Ich wünsche euch übrigens allen frohe Weihnachten, ja, an der Stelle. Und jetzt bin ich verrutscht. Das ist natürlich. So, Nicole Drexler. Auch du wirst gegrüßt. Galib Akan, ich grüße dich. Amilemon, Finn, du bist so ein Hit. Hast du. Okay, ich glaube, die werden nicht gegrüßt. Trotzdem. Okay, also, Ronja, ich grüße dich. Marieke, ist das so ausgesprochen? Ich hoffe. Wahrscheinlich Mareike und ein Rechtschreibfehler drin. Nein, Spaß. Ja, natürlich grüßen wir dich auch, David YouTube, wir grüßen dich. Und. Jetzt kannst du weiter vorlesen. Weg und so klein. Du bist ein Ehrenmann, ich grüße dich auch. So heißt er, du bist ein Ehrenmann. Ey, du bist ein Ehrenmann. Amelie Moon, Grüße gehen raus auch an dich. Castleman Germany 2008, Grüße gehen raus. The Night Rider Savior, Grüße gehen auch an dich raus. Feuerstein, Grüße. Marcel, Grüße auch an dich von uns beiden. Luis Walter, Grüße gehen raus. Matthias Speigel, Grüße gehen raus. Und war auch sehr geil, dass ihr alle dabei wart. Ich lese hier auch ein paar Namen schon die ganze Zeit, den ganzen Stream über. Sehr geil, auf jeden Fall. Genauso wie. Du wirst natürlich ganz besonders gegrüßt bei dem Ehrennamen. Ach, übrigens, ja, hier, den Pulli kann man kaufen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde das Motto auch eigentlich ganz cool, ne? Wegen, ja. Ne, und
Harry Potter wird natürlich auch gegrüßt. Dennis Mock, Grüße gehen raus. Matthias Doktor, auch Grüße an dich. Luis Walter. Todd Brockman, dich haben wir doch vorhin schon gegrüßt. Ja. Ich habe nochmal gegrüßt. Okay, Grüße. Ey, also ich muss ganz ehrlich mal sagen, nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Wir machen das jetzt schon bald 3 Jahre. Und es macht einfach Spaß. Ronja Metzer, Grüße gehen an dich raus. Und du hast den Pulli schon? Das ist ja auf jeden Fall ein sehr geiler Support. Dankeschön. Manche haben tatsächlich sich schon ein paar Sachen bestellt. Das habe ich letztens erst gesehen. Und manche haben sogar Kissen. Es gibt so Kissen. Echt? Kaufen in den Kopf. Und da steht einfach Slug drauf. Und damit schläft man. Damit hat man die besten Nächte. Glaubt ja. So ein geiles Produkt. Ja. Jens Löffeler, 5 Euro nochmal. Schöne Grüße, tolle Videos, die ihr macht. Weiter so und frohe Weihnachten. Danke dir, Jens. Ich wünsche euch und dir und deiner Familie auch frohe Weihnachten. Alles Glück und Gesundheit. Und ich hoffe, du bleibst weiterhin dran. Wir werden natürlich weiterhin fleißig Videos produzieren. Und ja. Wahnsinns-Support auch nochmal von mir. Das ist einfach krass gewesen heute. Ja. Ich kann ja hier nochmal die Kamera einspannen. Genau. Und dann setze ich mich nochmal daneben. Ach so, und übrigens, ja. Wenn ihr das auf Instagram erledigt habt, ja, das ist ja nur ein Klick. So. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal auf unserem zweiten Kanal vorbeigucken. Der heißt nämlich Gebrüder Lange Magnetfischen. Und da gibt es natürlich auch jeden Freitag, und zwar eine halbe Stunde vorher, gibt es auch ein Video zum Einstimmen. Ja. Und da wird Magnet gefischt. Gebrüder Lange Magnetfischen. Magnet gefischt habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal. Manche schreiben auch, ja, kannst du mal wieder Magnetfischen gehen. Das ist wie gesagt auf unserem Zweitkanal, das ist auch verlinkt. Also man kann auf den Kanal gehen, Zweitkanal, aber man kann es auch einfach eingeben, Gebrüder Lange Magnetfischen. Und ja, da ist heute auch ein ziemlich gutes Video rausgekommen. Ja, ne? Ein ziemlich geiler Fund auf jeden Fall. Erzähl mal, was hast du da gefunden? Eine Geldkassette mit Inhalt, Diebesgut wahrscheinlich drin gewesen. Und wir haben es natürlich der Polizei abgegeben. Also schaut da mal vorbei, wie wir das so gemacht haben. Ja. Also ich war nicht dabei, ich bin da meistens nicht dabei. Genau. Aber du warst auch richtig auf der Polizeiwache, ne? Deswegen, ich war da richtig unterwegs, ja. Ja, also krass. Gibt geile Funde und ja, wenn euch diese ein, zwei Mal die Woche auf dem Hauptkanal nicht reichen, dann guckt auf jeden Fall dort vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen und ja, kurz auch erst seit diesem Jahr, hat sich aber gut entwickelt. Ey, ist krass, ich kann mich da auch nur bedanken. Ich bin jetzt seit ungefähr 7 Monaten auf YouTube unterwegs und wir haben die 12.000 Abonnenten jetzt fast kurz davor, die 12.000 Abonnenten zu knacken. Das ist einfach so ein geiler Support und das krass. Macht mich einfach richtig glücklich. Und mach doch mal die 12 jetzt voll. Macht einfach mal die 12.000 voll heute. Da würde ich mich freuen. Dann sind wir alle glücklich. Ein schönes Weihnachtsgeschenk hier auch. Und ja. TrapX hat ja auch nochmal 2,29 Euro gesponsert. Vielen Dank. Dankeschön. Und haben wir dir zwei vorhin schon gesagt, aber nochmal schöne Weihnachten. Man kann es ja zweimal wünschen. Ja. Das ist doch schön. Ja, das Ausklingen, jetzt muss man noch leise Weihnachtsmusik hier einfaden. Und hallo Jungs, Folie, ja, ein bisschen spät leider, aber hallo. Grüße dich. Und wollt ihr mit YouTube nur Geld machen oder nur unterhalten? Also ich sag euch ehrlich, hast du jetzt nochmal 2,29 Euro? Ja, hatte nochmal. Ey, tschüss. TrapX. Ciao, Jungs. Tschüss, viel Spaß. So Dankeschön für deinen Spenden. Echt ehrenwert. Also, bei YouTube geht's nicht nur ums Geld. Klar, es geht auch ums Geld. So, wir wollen das Ziel ist halt davon, irgendwie mal ein bisschen einen guten Lebensverdienst zu haben. Und mittlerweile läuft's auch ganz gut. Neben dem Studium gerade so, ich habe halt... Ich sage euch ehrlich, ich investiere für YouTube mehr Zeit als für mein Studium. Und ja, also irgendwie möchte man natürlich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Aber deswegen haben wir ja nicht angefangen. Wir haben ja nicht mit Sonnen angefangen, um Geld zu verdienen, so auf YouTube. Wir haben Weil das, damit kann man ja nicht rechnen, dass man mit so einer... Wir haben uns nie vorgestellt, dass wir überhaupt so krassen Support bekommen. Wir haben einfach irgendwie dumm angefangen zu filmen. Wer jetzt wirklich ein richtiger OG ist, sage ich jetzt mal. Und irgendwann werden wir mal auf unser erstes Video reagieren. Das war so cringe, das glaubt ihr nicht. Aber ich muss jetzt erstmal hier die nächste Spende vorlesen. Wir Magnetfischen übrigens auch in MV mit dem Hardcore-Magneten. Der ist gut, ne? Ja, das ist der kleine, ne? Den hatte ich in Amsterdam mit, kann ich nur empfehlen. Und Grüße auch an Nils. Ja. Und PS werden EM Founders ausgesprochen. Ah, okay. Ach so, EM Founders, okay. Okay. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ja, Dankeschön und frohe Weihnachten nochmal. Also wie gesagt, euer Support ist super. Es ist einfach, es macht schon irgendwie glücklich, sag ich mal. Und ja, es war auch mal eine coole Aktion heute mit dem Livestream. Leider hat es nicht ganz so gut funktioniert mit dem Internet. Vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal besser hin, aber verzeiht es uns, ist ja der erste hier quasi auf YouTube. Ansonsten, du streamst ja ab und zu. Ja, bei mir gibt es öfter jetzt Streams. Genau. Auch jetzt zwischen dem 10. und 1. Januar, also dem 1. und 10. Januar, wird auch nochmal ein Stream kommen, vielleicht, wenn alles gut läuft. Ich würde sagen, schaut da einfach mal vorbei. Ja, genau.
Livestreams halt, wo man auch draußen unterwegs ist. Genau so. Das werde ich auf jeden Fall im Sommer auch wieder probieren. Wir sind auch auf Twitch, Gebrüder Lange, so. Und da funktioniert das alles noch ein bisschen besser. Da kann ich halt mit meiner GoPro auch direkt streamen. Das hat YouTube irgendwie das nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und ja, sowas wird es auf jeden Fall im nächsten Jahr geben. Livestreams beim Sonnen. Ich sage euch ehrlich, wir werden auch eine Menge Müll finden, aber so an Stränden, da wird man eine Menge Geld finden in den Streams. Das ist eigentlich ganz cool, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt. Ist ja auch immer verlinkt unten in den Videos. Also auf das Twitch kostet euch nichts, Freunde. Genau. Das ist also schön. Ja, gutes, ja. Also. Okay. Ich glaube, wir müssen langsam ausklinken, wa? Ja, also ich wünsche euch wirklich allen nochmal, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Habt noch ein paar schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Endlich ist dieses Jahr vorbei, sag ich mal. Ja. Wird Zeit und ja, Dankeschön. Mehr kann man nicht sagen. Und ja, ansonsten, was schreibt ihr da nochmal? Lukas, HD, wir grüßen dich natürlich auch. Mareike. Mareike, ups, ja, Mareike. Schöne Grüße gehen raus. Ist schwer zu lesen. Und ja, also. Frohe Weihnachten, habt noch ein paar schöne Tage, genießt den Abend heute, so gut wie es geht. Und ich würde sagen, du gehst mal hinter die Kamera und machst aus, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch drin bin hier. Ja, Dankeschön, mehr kann man sagen und wir freuen uns. Achso, stopp, es kann sein, dass jetzt außer der Reihe, ach Mareike, okay, Mareike. So, jetzt nochmal, Mareike. Schöne Grüße. Es kann sein, dass jetzt außer der Reihe, wenn ihr wollt, morgen ein neues Video kommt, wo wir unter anderem auch ein Kriegsverdienstkreuz finden. Das ist übrigens ein Orden. Und ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt mal rein, so morgen 15 Uhr. Obwohl, nee, sagen wir, was ist Samstagmorgen? Sagen wir um 12. Sagen wir, ihr schreibt jetzt alle eine 1 in den Chat und dann kommt morgen um 12 ein neues Video. Das ist ein Deal, oder? Ist das ein Deal? Sie schreiben alle schon ja. Ja. Okay, perfekt. Also, okay, dann morgen 12 Uhr. Ich muss noch ein schönes Thumbnail vorbereiten. Das Video ist schon geschnitten. Es tut mir jetzt schon leid für die Windgeräusche im Hintergrund. Kann man nichts machen. Aber ja, okay, Leute. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir beenden den Livestream. Bis zum nächsten Mal. Peace.